Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Heute mit dabei, wie eigentlich in letzter Zeit immer, der Ririon als Ronin. Moment, da ist er. Und Feramin als Samantha. Hallo. Und der Kakko als Bruce. Guten Abend. Und last but not least, Mondschatten als Scarlet. Hallöchen. Ja, wir spielen Vampire the Masquerade in der World of Darkness. Das heißt, seid gewarnt, dieses ganze Setting ist voll von düsteren und etlichen anderen Anspielungen und Themen. Falls euch irgendetwas begegnet in diesem Stream, das euch nicht gefällt oder das euch triggert, schaltet bitte aus und guckt irgendwas anderes. Seid bitte da selbstverantwortlich und denkt daran, wir spielen ein Rollenspiel. Das heißt, das, was wir hier tun, das ist quasi Rollen zu verkörpern, die in dieser Geschichte auftauchen. Wir erzählen eine Geschichte gemeinsam. Das sind nicht die Meinungen oder Werte, die wir persönlich vertreten. Von daher bitte trennen zwischen Spielern und Charakteren. Genau. Kann ein Mangel was an Ventru triggern? Nein. Kann nicht. Außer wir haben ja gar keinen Mangel an Ventru. Es sind genau zwei in der Stadt. Drei? Einfach drei, stimmt. Drei. Siehst du, guck mal, ist sogar einer mehr. Ha, kein Mangel. So. Ja, genau. Und ja, wir haben außerdem, falls ihr das erste Mal oder zuguckt oder den Rest noch nicht gesehen habt, eine ganz minimal kurze Zusammenfassung. Wir spielen in der Stadt ohne Namen, die, ja, wie der Name schon sagt, keinen Namen hat, das aber irgendwie keinen Schwein zu kümmern scheint und keiner zu bemerken scheint. Ebenfalls ist diese Stadt auf den Karten irgendwie nicht verzeichnet und trotzdem geht das Alltagsleben ganz normal weiter, als wäre nichts gewesen. Hinzu kommt, dass Vampire aus einem übernatürlichen Grund, der noch nicht herausgefunden wurde, die Stadt nicht verlassen können. Beim letzten Mal haben Scarlet und Sam nochmal versucht, aber ist nicht. Ja, in dieser Stadt gibt es natürlich eine vorherrschende Camarilla-Struktur, also eine vampirische Sektenstruktur, die vorherrschend ist. Der Prinz dieser Stadt, der lange Zeit Prinz war, ist verschwunden. Deswegen haben unsere Vampire in der Stadt einen neuen Prinzen gewählt, einen Ventru-Prinz, die sich herausgestellt hat, als etwas, naja, doch nicht so die richtig tolle Wahl, aber jetzt müssen sie mit ihrer Entscheidung leben, die Vampire der Stadt. Immerhin hat die neue Prinz dafür gesorgt, dass Samantha Harpier und Ronan Sheriff der Stadt werden. Insofern haben sie da ein bisschen Macht bekommen. Die Sire von Bruce ist außerdem ein Primogen der Gangrel. Die meisten Gangrel der Stadt sind allerdings bei den Anarchen. Das heißt, eigentlich sind Bruce und seine Sire alleine als Gangrel in der Camarilla. Genauso wie die Brucher, die auch nur durch Dr. Angela vertreten werden. Eine Brucher, die ebenfalls mit der Gruppe in die Stadt gekommen ist. Die restlichen Brucher und Gangrel sind eigentlich alle bei den Anarchen. Und eigentlich hieß es so, dass es solche überhaupt gar nicht in der Stadt gäbe. Aber wie die Gruppe herausgefunden hat, es gibt wohl Anarchen in der Stadt und die sind gar nicht schön aktiv. Denn der Sire von Dr. Angela ist irgendwie dabei, einen Anarchenaufstand anzuzetteln. Und beim letzten Mal hat Ronan herausgefunden, über zwei Ecken, dass die Anarchen wohl wirklich sich aufrüsten und anscheinend einen Krieg anzetteln wollen und dafür fast schon Sabbat-Methoden benutzen und massenweise Vampire generieren. Und das ist aus zwei Gründen in dieser Stadt natürlich blöd, weil Vampire können diese Stadt nicht mehr verlassen. Das heißt, es gibt irgendwann eine vampirische Überbevölkerung.
die sowieso von der Prinz irgendwie bekämpft werden soll, muss, kann. Das zweite Problem ist, das sind alles relativ neue Vampire, die da bei den Anarchen, also junge Vampire, die bei den Anarchen aktiv sind. Das heißt, es sind bei den neu gezeugten Vampiren ganz viele Dünnblüter dabei. Es waren merkwürdige Zahlen im Umlauf, so um ein Dutzend herum sollen es angeblich sein, die da gezeugt worden sind. Und das ist natürlich doppelt ein Problem für die Camarilla, weil ja einerseits Überbevölkerung von Vampiren, zweitens Anarchen und drittens Dünnblüter. Das geht alles drei überhaupt gar nie nicht und muss halt irgendwelche Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist so zumindest der Hauptplot, der inzwischen so ein bisschen verfolgt wird, zumindest von Ronans Seite. Dann gibt es natürlich etliche andere Sachen. Irgendwie, warum ist der alte Prinz verschwunden? Warum gibt es außer diesen drei Ventru in der Stadt keine anderen Ventru? Was ist mit Dr. Angela passiert? Denn ihre Wohnung wurde angegriffen, angeblich von Brucha. Das kann ja dann nur Anarchen gewesen sein. Ronan wollte sie mit diesem Verbrechen konfrontieren, aber die haben ihm den Mittelfinger gezeigt. Vor allen Dingen, was ist mit Jelly passiert, Ronans Freundin, die eigentlich mit Dr. Angela zusammen herumgeisterte und mit ihr herumhing und die auch verschwunden ist. Und wenn ihr da mehr erfahren wollt, was mit aus Jelly geworden ist, dann empfehle ich euch den Termin in 2 Wochen sonntags, weil da wird es keinen Livestream von Vampire geben. Weil ich da umziehe und da wahrscheinlich gar kein streamfähiges Internet habe. Aber ich habe schon eine Kurzgeschichte als Text, als PDF hochgeladen, was ich mit Feder zusammen geschrieben habe. Und wenn ihr Patreon seid bei mir, dann könnt ihr die auch dann zum gewohnten Zeitpunkt des Streams, könnt ihr die dann lesen und könnt herausfinden, was mit Jelly passiert ist, wie es ihr gerade geht und was sie so gerade macht. Und ob sie überhaupt noch lebt. Oder unlebt. Scarlett hat auch ein Problem. Ihr Sire ist von gar nicht allzu langer Zeit auch getötet worden, wegen einem Verbrechen, was er eigentlich nicht begangen hat. Und sie hat beim letzten Mal herausgefunden, dass Sam Hinweise darauf hat, dass Beweise dafür hat, dass er unschuldig war. Und das verbindet die beiden Mädels so ein bisschen, weil auch Sams Sire wurde ja hingerichtet. Ob der jetzt so unschuldig war, ist jetzt so eine andere Frage. Aber ist das eine kleine emotionale Verbindung zwischen den beiden. Und sie sind ja auch beim letzten Mal miteinander herumgezogen und haben versucht, die Stadt zu verlassen, was da nicht geklappt hat. Genau. Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen, was wichtig wäre? Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, wovon wir hier überall reden und so, müsst ihr leider die letzten Folgen alle nachgucken. Das ist ganz schlimm und lohnt sich auch überhaupt nicht. So. Den Zeitpunkt kann ich euch noch verraten. Wir spielen Anfang des Jahres 2019 und sind da gerade Ende Januar angekommen und beim letzten Mal haben wir, glaube ich, die Szenerie verlassen, als Ronan, Sam und Scarlett in der Bibliothek waren, wo Scarlett ihren Unterschlupf hat und Bruce, wo warst du beim letzten Mal, als wir geendet haben? Ich meine, ich bin gerade aus dem Pub herausgegangen. Nochmal? Ich bin aus meinem Haven quasi gerade raus. Also der Pub ist ja nicht ein Haven, sondern einfach ein Ort, wo du hingehst. Ja. Haven wäre das, wo du schläfst. Das wäre dann quasi deine Wohnung. Achso, auf jeden Fall auf meinem Pub quasi, wo ich normalerweise immer bin. Und hatte da die Leute vorgewarnt. Genau. Hier im Chat schreibt gerade Detrolyko, die V5 kommt demnächst auf Deutsch auch raus bei Ulysses. Ja, wird sie. Bin auch gespannt, aber ich glaube, ich werde sie mir nicht kaufen, weil ich glaube, das Englische habe ich jetzt und dann brauche ich das Deutsche nicht auch noch. Mal gucken. Habe komische Sachen gehört über die Übersetzung, aber lassen wir uns überraschen, was davon
umgesetzt wird. Ja, genau. Also Bruce ist aus dem Pub heraus und wenn ihr die Hunter-Runde verfolgt habt, wisst ihr auch, was passiert ist, nachdem Bruce die Bar verlassen hat. Und was hat Bruce denn so vor, jetzt wo er aus dem Pub heraus ist? Ja, etwas, was jetzt absolut, also das, was nicht auf sich warten lässt, weil wenn das stimmt, was Bruce da vernommen hat von einer der guten Freundinnen von Lady Knutsen, dann muss er jetzt sofort los die anderen finden. Und das ist auch das, was er macht. Ich renne nicht durch die Straße oder so, aber ich würde mich jetzt sofort zum Club begeben. Und dann auch tatsächlich wieder, weil diese Paranoia hat er ja immer noch inne, auf dieser ganzen Situation. Und der hat's und der Gewissheit, dass auf jeden Fall jemand in seine Wohnung eingebrochen ist und ihm offensichtlich auf den Fersen ist, würde ich dann wieder die Karte benutzen, die ich bekommen, also nicht, die ich habe, auch mit Vermerken der Kanalisation, dann halt darüber quasi zum Club gelangen. Den Weg kenne ich ja mittlerweile wahrscheinlich und würde dann natürlich auch, wenn er das gerne möchte, das Revier des Dicken da einmal außen vor lassen. Gab es aber letztes Mal auch eine etwas awkwarde Begegnung. Ja. Sagst du dem Chat gerade noch, welche Informationen du bekommen hast, die dich jetzt so aufgebracht macht? Ja, denn die eine Freundin von Lady Knutsen, NSC, das ist alles zu erklären, geht ein bisschen weit, hat auf jeden Fall verraten, dass wohl über ihr in der Wohnung oder in den beiden Wohnungen über ihr, im Mehretagenhaus, wohl eine ominöse christliche Sekte eingezogen ist seit kurzem. Und die tatsächlich wohl, also einer von denen hat sie, glaube ich, auch verraten, kommt nicht so viel raus. Das scheint irgendwie so ein bisschen so, also auf den ersten Blick würde man ja sagen, vielleicht ist das einfach nur ein Nerd oder so, aber aufgrund dessen, dass sich ja halt auch schon die Verhaltensweisen von so Preppern und so etwas Verschwörung, also das könnte auch sowas sein, eventuell, und dass da eben jetzt neue Leute dazugekommen sind. Und das Wichtige war halt quasi dieses Ausschlaggebende, dass das für Bruce eigentlich ziemlich sicher macht, ist, dass sie eben, zumindest aus seiner ja auch noch etwas klischeehaft vielleicht geprägten Sicht, auch nicht davor zurückschrecken, mit Waffen oder sowas zu hantieren, weil die irgendwie so texanerartig auf die Straße gegangen sind und irgendwie rumgeballert haben und so weiter. Ja, und ich meine auch, dass sie erzählt hat, dass der irgendwie sich da eingebunkert hat, also dass sie sich da eingebunkert haben und so. Das war alles waren dann so Indizien für Bruce, dass er gesagt hat, auf jeden Fall muss ich das den anderen sagen, weil das, also wenn sie das nicht sind, wer soll das sonst sein? So. Ja, deswegen würde ich mich dann, nachdem ich aus dem Carneys rausgegangen bin, sofort quasi eine etwas versteckt liegenderen Gullideckel oder sowas holen, dann eben in die Kanalisation und zum Club gehen, weil er da jetzt die anderen vermutet oder hofft, dass sie da sind. Okay, ja, dann bist du erstmal eine Weile unterwegs, durch die Kanalisation, ganz Nosferatu-Style, obwohl du keiner bist, aber ja. Du weißt ja inzwischen schon, welche Gebiete der Kanalisation du vermeiden musst, um nicht in Nosferatu-Territorium einzudringen. Ja. Oder den Nonanossis ist es egal, dass du da durchläufst. Kann natürlich auch sein. Wer weiß. Ja, und wir wissen jetzt natürlich alle schon, dass Bruce in dem Club, der Samantha gehört, der immer noch nicht fertiggestellt ist, aber der irgendwann mal ja so eine Diskothek werden soll, dass du da keinen antreffen wirst vorerst. Weil Samantha, Scarlett und Ronan sind ja bei Scarlett in der örtlichen Bibliothek. Zumindest auch nicht nur in der Bibliothek, sondern im alten Trakt der Bibliothek, in diesem Altbau, wo sich sonst irgendwie nie einer hin verirrt, weil da nur die super alten Schinken sind, die keiner richtig braucht und lesen will. Und ja, außerdem soll es da spuken. Ja, wenn Ronan und Sam da durch die Bibliotheksflure gehen, rechts und links bis unter die Decke mit Büchern gestapelt natürlich, könnt ihr dann auch sehen, wenn Scarlett vor euch hermarschiert, dass hin und wieder auch das Licht anfängt zu flackern oben. Scarlett scheint das nicht zu bemerken oder ignoriert das. Aber hier Stromprobleme oder liegt das an dir, Scarlett? Was genau? Was meinst du? Das Licht flackert, so wie vorhin die Straßenlaterne. Oh, keine Ahnung, das ist mir noch nie so aufgefallen.
Wäre möglich. Ja. Echela Sombra schaut schon zum Licht hoch. Hm? Oh, sie kann tolle Sachen machen. Du hättest es mal vorhin sehen sollen. Nein, vielen Dank. Apropos, wo wart ihr eigentlich? Shoppen. Und da hat sie tolle Sachen gemacht. Ja, nicht beim Shoppen direkt. Ihr seid echt furchtbar darin, Dinge zu verbergen. Wisst ihr das eigentlich? Wir lernen von dem Besten, wenn es ums Lügen geht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das du bist oder Bruce. Ich glaube, ihr gebt euch da nicht viel. Naja, solange ihr keine Dummheiten anstellt. Ich habe die Hand übrigens immer noch unter der Jacke versteckt. Naja. Ich ziehe die da auch nicht vor. Ich weiß nicht, was Scarlett macht. Nee, Scarlett hat das eigentlich relativ offen alles. Also wenn sie irgendwie mit den Händen was macht, würde man halt sehen, dass auch der kleine Finger ein bisschen angekuckelt ist. So wirklich so wupp, Augenbraue. Vielleicht haben sie Feuerzeuge gekauft. Kinders. Sollen wir jetzt gleich zu dem Teenie fahren, oder? Ihr wolltet ja eigentlich noch etwas besprechen. Allerdings, ich weiß aber nicht, ob das gerade der passende Moment dafür ist. Wann gibt es schon mal einen passenden Moment für irgendwas gerade? Ich weiß, dass Ronan deswegen furchtbare Laune hat und furchtbar unruhig ist und also wenn es euch nicht stört, wenn ich dabei bin. Ansonsten kann ich mir auch irgendein Buch hier schnappen und eine Runde lesen und euch ungestört lassen. Terros erinnert euch gerade nochmal daran, dass ihr das nicht nur eine kleine Verbrennung ist, die ihr da an eurem Finger habt, sondern dass das bis auf den Knochen runtergebrannt ist. Ne? Ich weiß das. Mhm. Also das für Ronan auch nochmal, ne, wenn ja, gerade da rumfuchtelt, hast du so einen skelettierten kleinen Finger. Oh ja, und da das Licht und ist klar. Aber er lässt das mal unquittiert. Es scheint ja nicht irgendwie was Schlimmes zu sein. Naja, die Frage ist ja mit deinem kleinen Anhängsel, ob wir uns da nicht mal mit beschäftigen möchten. Kleines Anhängsel, ja, genau. Entschuldige, einfach beim Namen, Kendra. Das ist sonst so unpersönlich irgendwie. In Ordnung. Ja, also Ronan sucht sich dann jetzt das nächste freie Pult oder so, wo man sich halt vielleicht mal hinsetzen kann. Macht das dann. Lehnt sich da so einen Stuhl zurück, verschränkt die Arme. Etwas mehr als 2 Jahre ist das jetzt her. Mhm, okay. Weißt du, warum sie an dir hängt? Oder vielleicht eine Vermutung? Nee. Es ist... Er greift mal hier so unter seinen Kragen und holt tatsächlich ein Kreuz raus. Ein recht altes und auch schon ein bisschen angelaufen. Allerdings kein typisch christliches, sondern halt so ein keltisches Kreuz. Spielt da so ein bisschen mit rum. Letztlich sie ist ermordet worden. Und zu dem Zeitpunkt war sie schwanger. Und der das getan hat, zumindest der ich vermute, dass es getan hat, war ein korrupter Cop. Und
dem war ich auf der Spur. Der wurde allerdings von oben gedeckt, gedeckelt, wie auch immer. Und ich war in einem ziemlichen Loch danach. Und dann kam so ein Typ, der sich als FBI-Agent ausgegeben hat. Der meinte, er hätte stichhaltige Informationen für mich und er wird sich gerne mal an einem abgelegenen Ort mit mir treffen, um das zu erörtern. Eine Nacht später war ich Vampir. Ich bin nicht gefragt worden, sagen wir es mal so. Er hatte den Auftrag, mich zu töten, weil ich zu tief gegraben habe und irgendwo da Verbindungen waren zu, keine Ahnung, vielleicht irgendwo einer zentralen Stelle, einer, keine Ahnung von was. Auf jeden Fall hohe Kreise und dabei fand mein Versuch und mein Intellekt zu spannend, um ihn einfach so wegzupusten. Ich habe damals Kendra Ott normal beerdigen lassen. Ich habe sie danach auch einmal besucht und dachte, dass sie, naja, jetzt im Paradies ist. Aber habe ich das richtig verstanden, dass es da eine Verbindung gibt zwischen deiner Wandlung und ihrer Ermordung? Naja, der Kopf wurde von irgendwas oder irgendwem von ganz weit oben geschützt. Ich weiß nicht, ob ein Kainit dahinter steckte, ob der irgendwo in der inneren Sicherheit gearbeitet hat. Auf jeden Fall wurde er gedeckt und keiner wollte ermitteln gegen den, außer mir. Und ich habe nie Beweise gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er sie umgebracht hat. Und meine ungeborene Tochter. Das tut mir leid, Ronan. Kendra war im 6. Monat schwanger. Danach konnte ich nicht mehr viel unternehmen, da mein Erzeuger der Meinung war, ich solle meine sterblichen Angelegenheiten jetzt mal so langsam ablegen und mich den wirklich wichtigen Dingen zuwenden, wie dem Wiederaufbau der Pyramide. Mhm. Müßig zu erwähnen, dass ich meinem Erzeuger sehr häufig in Stinkefingern gezeigt habe und ihm einmal geschlagen habe. Seitdem war ich da nicht mehr willkommen in der Ecke und bin von Stadt zu Stadt gezogen. Ich wollte gerade sagen, in deinem Clan ist das vermutlich nicht so gern gesehen. Das war nur bei mir nur das I-Tüpfelchen. Aber ich habe keine Ahnung, warum ihr Geist mich verfolgen soll. Warum er nicht Ruhe gefunden hat oder ob ihn irgendjemand aufgeweckt hat. Ronan, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass sie das nicht freiwillig macht? Du meinst, dass sie jemand zwingt, hier zu sein? Sie zwingt, bei dir zu sein und dich zu überwachen. Alexander hat an verschiedensten Stellen erwähnt, dass es Kainiten gibt, die Geister binden können, fest an Personen oder an Orte. Und diese dann benutzt werden, um Informationen zu bekommen. Von eurem Clan? Oder gibt es noch mehr, die das können? Es gibt noch mehr. Wer könnte das denn? Naja, gab es da Italiener damals? Genau. Es gab einen Clan,
der spezialisiert war auf Geister und diesen ganzen Scheiß Süditalien oder so. Ronan weiß aber wahrscheinlich auch, dass die, dass der quasi der der Methusalem dieses Clans vernichtet wurde in letzter Zeit. Gejagt wurde und damit dann die Clansstruktur, die Familie des der Giovannis quasi fast an den Rand der Auslöschung gebracht wurde. Ja, das kenne ich. Und die zweite Inquisition diese Familie so allererst fast gejagt hat, weil die einfach scheiße auffällig waren. Naja, es ist halt der Clan, der war sehr, sagen wir es frei heraus, sie hatten ein Inzestproblem. Sowohl kainitisch gesehen, als auch menschlich gesehen. Und sie neigten sehr zu bombastischem Auftreten und öffentlicher Anwendung von Nekromantie und solchen Krams und Leichenschändung und ähnlichem. Und naja, die waren mit die Ersten, die von der Zweiten Inquisition hinfortgewischt worden sind. Ja, und von den freien, wenn man es klar nennen kann, von den Hekata, also denen, die ursprünglich mal von den Giovannis halt zurückgedrängt wurden und halt auch fast ausgelöscht wurden, die haben halt zurückgeschlagen, die paar verstreuten Hekata, die es noch gab. Und und die Vorläufer, also die Giovanni, Giovanni haben stammten ursprünglich von einem älteren Clan ab, den sie ausgelöscht haben, zumindest dachten sie das, und der Clan ist jetzt aus der Versenkung wieder aufgestiegen und jagt die restlichen Verbliebenen dieser illustren Familie. Also ich wüsste aber nicht, dass ich jemals einem Italiener ans Bein gepinkelt hätte. Ich weiß nicht, da fehlt mir wirklich das Wissen, aber wäre es möglich, dass Haus und Clan auch in der Lage ist, so über Geister und Seelen zu verfügen? Ich sag mal so, es gab natürlich Forscher, die sich auch mit dem Abyss beschäftigt hatten oder mit Geister, Wiedergeburtsgeschichten, aber das waren keine Studiengebiete, die Haus und Clan gerne betrieben hat, weil man das nicht eigenständig machen konnte. Man musste immer Gefallen irgendwo einfordern, um an Wissen zu kommen. Es ist natürlich nicht hundertprozentig auszuschließen, aber es wäre schon sehr ungewöhnlich. Ich denke nur, es würde ins Bild passen. Du hast deinem Erzeuger wohl ziemlich ins Bein gepisst. Genau. Sagen wir, wie es ist. Und er revanchiert sich vielleicht so. Oder vielleicht will er dich so auch nur im Auge behalten, um zu wissen, was du tust. Wir erinnern uns, dass Ronan in diesen okkulten Vorlesungen damals nicht so gut aufgepasst hat. Naja, also mein Erzeuger ist ein, sagen wir, der Vorbild-Tremer, wie er im Lehrbuch der Pyramide steht. Und ein Spezialist für Okkultes. Also die Vorlesung, die ich geschwänzt habe. Ganz hervorragend. Weißt du, ich habe mich mehr für Hellseherei interessiert. Du meinst so Kristallkugel und... Nein. Ja, auch. Aber... Naja, ich habe zwar den Abschluss nicht gemacht, aber ich bin quasi Profiler und also habe ich das dann genutzt und wurde zum Spezialisten für Auspacks. Und funktioniert das mit dem Wahrsagen, Hellsehen? Nee, Quatsch. Okay. Es sei denn, du bist mal Kavianer, dann vielleicht. Aber jetzt mal eine andere Frage. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Kendra dann wieder von Ronan zu lösen?
dass sie ihren Frieden finden kann? In der Theorie schon. Ich müsste mich da genauer einlesen. Nichts, was ich jetzt aus dem Ärmel schütteln könnte. Aber es gibt auch eine einfachere Variante, indem wir vielleicht mit ihr Kontakt aufnehmen und fragen, direkt sie fragen, was sie möchte oder warum sie da ist. Vielleicht möchte sie dich auch nur beschützen, Ronan. Geister sehen mehr als wir. Das klingt doch eigentlich gut, oder? Also du willst eine Seance abhalten. Etwas. Das wäre zumindest die einfachste Variante, um an Informationen zu kommen. Ach, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ja, sei froh. Jetzt gucke ich dich an. Was? Ja, keine Ahnung. Was mal eben so mal... Ach ja, gut, du bist nie aus der Stadt raus und warst ja hier. Du warst auch schon zu Lebzeiten viel in dieser Bibliothek, oder? Ja. Okay. Was Sam sagen will, du hast vermutlich nie mit dem Ouija-Brett herumgespielt. Nee, macht man das? Ja, schon. Ja. Ich nicht. Ach Mensch, hätte ich das gewusst, dann wäre ich doch mal mit den Klassenkameraden damals weggegangen. Ach Mann. Ach. Ich bin dafür zu irisch. Also wir machen sowas nicht. Ja, oder zu alt. Vorsicht, ich darf hier nicht rauchen. Das macht niemand nervös. Nee. Ganz ehrlich. Ronan, du bist schon seit Silvesterdauer nervös. Ich glaube nicht, dass das Verbot, jetzt hier zu rauchen, das noch irgendwie schlimmer machen könnte. Ja, vielleicht solltest du einfach ab und zu mal kurz vor die Tür gehen, bevor du noch völlig... Also, schlimmer als... Also, sollen wir Kendra dann fragen? Vorher gehe ich meine rauchen und denke mal einen Moment drüber nach. Das sei dir gegönnt. Ist schließlich eine schwierige Entscheidung. Yay, Ghost, Nachricht von Sam. Hä? Was? Ja, und geht nach draußen eine rauchen. Ja, zu ungefähr der gleichen Zeit kommt Bruce beim Club an. Mitten in der Nacht, alles dunkel. Aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, genau. Ich würde dann halt wie gewohnt einmal in die noch wahrscheinlich offene Baustelle dann reingehen und dann in die Räumlichkeiten, wo ich erstmal Sam vermute. Ja, Sam, wie hast du denn deine Räumlichkeiten hinterlassen? Also Bruce kennt ja Wege, wie man reinkommt, aber hast du die privaten Gemächer irgendwie verschlossen oder so? Oder? Ja, die Türen sind abgeschlossen. Ja. Und auch mit einer Alarmanlage gekoppelt. Wobei es sein könnte, dass Bruce bereits zu dem Bürobereich vorne dran einen Schlüssel hat, weil er ja als quasi schon eingestellt ist für dann, wenn der Betrieb richtig losgeht. Unten wäre eigentlich. Und das müsst ihr jetzt entscheiden, ob ihr das gemacht habt oder nicht. Ja, ich denke mal, dass er, wie gesagt, für unten die Eingangstür quasi, weil die wird schon drin sein, und für das Büro oben einen Schlüssel hat. Mhm. Aber halt für dahinter, für die tatsächlich Privaträume dann nicht mehr. Ja gut, dann möchte ich auch eher nicht rein. Schließe dann halt eben auf und Hallo? Leute? Fuck. Lauf ich nach unten in den Keller, also wo ich jetzt Ronan hoffe, dass er da ist. Ronan? Ronan? Immer so gegen die Wand. Die gerade frisch gefliesste Wand hat jetzt eine Fliese weniger. Hier. Das ziehe ich ja vom Gehalt ab, wenn ich das mitbekomme, ja? Ja, mach doch. Ja, dann kratzt ja ohne seine Krallen wirklich auszufahren. So ein bisschen dran herum und überlegt erstmal wahrscheinlich und geht so
3, 4, 5 Mal so im Kreis auf und ab. Und dann überlegt er, mit wem die beiden das letzte Mal so richtig Kontakt hatten. Dann diese Dame. Bibliothek. Dann bleibt er noch erstmal so ein paar Momente da und würde halt wirklich mal so unten wirklich nachschauen, ob das jetzt eigentlich nicht nur irgendwie, keine Ahnung, also dass die wirklich nicht da sind, vergewissere mich dann nochmal, ohne jetzt wirklich in die privaten Gemächer da reinzugehen. Und dann, ja, würde ich mich tatsächlich aufmachen. Das ist jetzt das Einzige, was für Bruce irgendwie Sinn ergibt. Also, außer irgendwie Ronan ist halt gerade Sheriff Dinge tun, aber da kann er gar nicht wissen, bei wem er ist. Genau, wer weiß, wo die jetzt rumhängen. Also die Bibliothek ist die einzige Anlaufstelle, die du da jetzt hast. Ich guck gerade mal, wie weit das jetzt weg ist von... Das ist eine gute Sache. Von Sam's Club ist... Kannst du auch dran... Ich habe es gerade hier mal vorbereitet für die Leute. Ja, das ist die Stadt ohne Namen. 18 ist der Club. Und die Bibliothek ist tatsächlich Nummer 14. Das heißt, du musst einmal ganz quer durch die Stadt. Das heißt, echt weit. Ja, dann wird jetzt auch mal ein bisschen gerannt. Also durch die Kanalisation. Mhm. Ich würde mich dann noch einmal, bevor ich dann wirklich, also wenn ich dann quasi so diese Stufen dann nach unten in die Kanalisation gehe, würde ich dann einfach nochmal kurz so gegen meinen Rucksack tippen. Tut mir leid, es wird jetzt ein bisschen ruckeln, Boogie. Und dann renne ich los. Ja, dann laufe ich los. Ja, währenddessen vor der Tür der Bibliothek. Schöne Scheiße. Also ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob du mich jetzt hören kannst, aber wenn irgendein Pisser dich gerufen hat, um ein Schatten zu sein, dann rollt ein Kopf und ich scheiß dir in den Hals. Ich bin gerade in der richtigen Stimmung, um mich an die Schnauze einzuschlagen. Ja, die Straßenlaterne, an der du stehst, fängt an zu flackern. Echt jetzt? Was denn als nächstes? Ein Schild mit Elm Street? Bitte keine Hikata, bitte keine Hikata. Die ist ja echt nett für den Lasombra, aber bitte keine Hikata. Das verkraftet mein Herz nicht. Also kurz um Ronan brummelt da so, fährt da so zwei Kippen raucht vor sich hin. Aber guckt auch mal links und rechts, also, fühlt sich gerade ein bisschen beobachtet. Ob das verstärkt die Paranoia, die er ohnehin schon hat. Du bist gemutet, wenn du was sagst. Ich guck gerade mal was. Mach doch mal eine Probe auf Gelassenheit und Widerstandsfähigkeit. Gelassen? Oi. Da. Das ist ja mal ein ungewöhnlicher Wurf hier. Passt aber gerade ganz gut. Ui. Ja, möchtest du Willpower ausgeben zum Rerollen? Ja, ich würde sagen ja. 3 Würfel darfst du wiederholen. Ja, sagt er mir auch direkt an. Besser. 2 Erfolge. Ja, du merkst, dass diese Art, diese Paranoia und diese Panik in dir irgendwie hochkocht oder stärker wird
Und das innere Tier in dir, dieses übernatürliche Wesen, was du ständig unter Kontrolle halten musst, damit es nicht rausbricht und Leute anfällt, das, ja, dieses Grummeln und dieses Gurgeln in deiner Kehle, dieses Hungergefühl nach oben zu brechen droht, du einmal tief schluckst, obwohl du ja eigentlich keine Körperfunktion hast, aber instinktiv. Das Tier damit wieder herunterdrückst und das sich dagegen wehrt und irgendwie irgendwas. Es ist nicht hungrig, es ist nicht der Hunger, der das Problem ist an dieser Stelle, aber das Tier fühlt sich durch irgendwas bedroht. Und diese Panik, die in dem Mensch Ronan irgendwie hochkommt, wird dadurch verstärkt. Und es tobt in dir und will rechts und links schlagen und weglaufen. Und vielleicht muss sich Ronan in der Ecke an der Laterne festhalten für eine kurze Sekunde vielleicht, bis er sich wieder im Griff hat. Ja, es wird dann, als er das halt so merkt, so ein Fuck, Fuck, Fuck von sich geben, spürt dann also ein bisschen von selbst, wie die Zähne sich zeigen wollen, schüttelt dann den Kopf und schlägt ihn dann mit voller Wucht gegen die Laterne den Kopf. Ja, dann hast du jetzt eine Platzwunde am Kopf. Ja, das ist, aber dann merkt er so, oh. Au. Und es ist vielleicht gar nicht so dieses nach von außen irgendwie, diese Panik von, dass irgendetwas gerade passiert oder so. Es ist eher so die Angst, Kendra wiederzusehen und dass wirklich irgendwas mit ihr ist und vor allen Dingen die Angst, was Scarlett machen muss, um mit ihr in Kontakt zu treten. Ja, das Ronan Unwissen, was Ronan hat. Genau, das hasst er nämlich abgrundtief. Ja, die halbgerauchte Kippe tritt er dann aus, überlegt kurz, hebt dann beide auf und steckt sie ein, um dann wieder nach drinnen zu gehen, auch wenn ihm jetzt ein bisschen schwindelig ist. Ronan, was ist passiert? Bist du angegriffen worden? Ja, von einer Laterne. Was? Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich ja fragen, ob du betrunken bist, aber... Hat mal jemand ein Taschentuch? Ja, klar, Moment. Da. Jetzt noch, bevor du wieder reingehst, Ronan, noch mal ganz kurz Geistesschärfe und Aufmerksamkeit. Weil zieh dir mal zwei Würfel ab. Okay, warte mal. Geistesschärfe, Aufmerksamkeit... Na, wo ist es denn? Da. Minus zwei. Also ich gehe auch davon aus, dass dein Auspex die ganze Zeit passiv mitläuft, ne? Ja. Da muss ich minus zwei eingeben, ne? Ja. Beim Modifier, ne? Mhm. Ja, kein Erfolg. Ich finde es jetzt aber auch gerade sehr passend, also von daher gesehen. Da schmeiße ich jetzt keinen Rückbau. Das ist das Einzige, was Ronan halt irgendwie... gerade vielleicht ist das auch der Grund, warum er sich jetzt gerade irgendwie zusammenreißt und zurückgeht in die Bibliothek, weil ja gerade so eine... ja auch Menschen in der Gegend sind und du weißt nicht, inwiefern du jetzt dein Tier so unter Kontrolle hast, die jetzt nicht irgendwie aus heiterem Himmel anzugreifen. Es ist so eine kleine Schwelle und du brauchst jetzt die Sicherheit von den anderen und deswegen gehst du rein. Also wenn er dann halt bei euch ist und dann nach dem Taschentuch fragt, lehnt er sich zurück, zieht den Hut halt hoch und Sam kennt das ja schon, die sieht, wie die Augen wieder ziemlich grün leuchten. Hat das Zeichen bei Ronan, dass er extrem mit dem Tier ringt. Wir sollten es vielleicht schnell hinter uns bringen. Seid ihr sicher, dass wir in dem Zustand sowas anfangen sollten? Ganz ehrlich, Schätzchen, es wird nicht besser. Ja. Wir steuern auf zwei Kriege zu, parallel. Dazu schwirrt der Geist meiner toten Ex-Frau um mich herum, also meiner toten Frau,
Lass es uns einfach tun, Scarlett. Ich gebe aber zu bedenken, dass wir müssen konzentriert sein. Ich glaube, das bekommt er hin. Ich muss mich auf irgendwas fokussieren, das wird helfen. Ich darf nicht so viel nachdenken jetzt. Ja, und Sam und Scarlett merken auch, dass Ronan gerade irgendwie so bei jedem zweiten Satz, den er spricht, irgendwie so ein komisches Grrrr drin hat, so ein unterschwelliges Knurren, was er sichtlich unterdrückt. Ich bin mir nicht sicher. Alexander hat immer davon gesprochen, dass wenn man sowas wirklich in Angriff nehmen sollte, sollte das unter einer gewissen geistigen Kontrolle passieren, einer gewissen Gelassenheit. Und ich weiß nicht, ob das... Scarlett, ich glaube, Gelassenheit. Ja, ich weiß. Und ich kann deine Bedenken verstehen, aber ich glaube, Gelassenheit ist ein Zustand, den wir bei Ronan so schnell nicht mehr erleben werden. Es sei denn, Jelly würde sich jetzt auf einmal hier vor uns materialisieren, aber... Da wäre ich nicht gelassen. Als Geist? Da wäre ich nicht gelassen. Aber Jelly kann dich besser beruhigen als jeder andere sonst. Aber die Option haben wir gerade nicht, also. Und das Tier in dir drin sagt, aber sie ist nicht da und vielleicht ist sie für immer weg. Und so will ich jetzt nicht mit den beiden Teenagern reden. Weil dann lege ich sie um. Und zwar direkt. Vielleicht ist nach dem, was Sam gerade gesagt hat, sogar ein Frenzy-Test gerade nötig. Ja, schön. Raserei. Aktuelle Willenskraft zählt, ne? Mhm. Warum zeigt er mir jetzt weniger Humanity an, als ich hab? Achso. Das muss ich dann ändern, ne? Raserei ist ja ein Drittel immer nur der Menschlichkeit. Ach, das. Ah! Wird gerundet. Ah, ja, okay, alles klar. So, dann mach. Upsala. Entschuldigung. So, nochmal. Nochmal, Schwierigkeit ist 2, das ist so die Standard. Ja. Du unterdrückst das Tier. Also wirklich so BAM! 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 Mit der Faust immer wieder auf den Tisch, dass die Knöchel richtig weiß hervortreten. Ich muss mich jetzt auf irgendwas konzentrieren. Und da sind vorlaute Teenager schwer schlecht. Gibt es irgendwas, was wir vorbereiten können, Scarlett? Oder? Ja. Ich muss sowieso noch die Unterlagen holen und versuche ihn irgendwie zu beruhigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade so eine gute Idee ist. Ich habe gerade so ein bisschen Bedenken. Aber ihr wollt das machen. Okay, also machen wir das. Wir machen das. Ja, und Scarlett würde tatsächlich jetzt mal euch da stehen lassen und erstmal in ihre Privatgemächer wuseln und sich so die ganzen Unterlagen zusammensuchen. Scarlett ist sich bewusst, dass irgendwie Emotionen ein starker Katalysator für Geister ist. Gerade wenn die etwas mit der die Emotionen auslebt, gerade irgendwie zu tun hat. Also es ist nicht ganz ungefährlich. Ja. Ja, deswegen auch auf dem ganzen Weg jetzt zu ihrem Privatraum, sag ich mal, wo sie halt auch die ganzen alten Aufzeichnungen, die Notizen von ihrem Erschaffer da so rauszieht. Sie hadert wirklich mit sich, ob das gerade eine richtig gute Idee ist oder eigentlich eher, weil ihr ist schon bewusst, das kann auch nach hinten losgehen, dass man dem Geist auch Schaden zufügen kann. Oder der Geist dir Schaden zufügt. Ja. Und wenn sie dann zurückkommt mit den ganzen Sachen, sieht man ihr das auch an, dass sie sehr nachdenklich ist. Währenddessen taucht Bruce aus dem Gullideckel kurz vor der Bibliothek auf und sieht halt eine etwas größere Menschenmenge, die irgendwie gerade auf der Straße unterwegs ist. Kannst dich da gut untermischen, ohne dass du auffällst.
wahrscheinlich wieder den Hoodie irgendwie übergezogen, um nicht großartig aufzufallen. Was heißt Menschenmenge? Weil es ist ja gerade auch nachts. Also ja, da ist halt eine Gruppe von Leuten, die da gerade irgendwie über die Straße laufen. Okay. Ja, wenn ich quasi noch über die Straße muss, um zur Bib zu kommen, würde ich das auf jeden Fall machen. Ist das denn, ich meine, ich wohne ja schon mal ein paar Jahre hier. Also das klingt jetzt erstmal für mich ein bisschen komisch, wenn nachts sich so viele Leute treffen. Wie, ja, es ist jetzt irgendwie auch keine Gegend, wo nichts los wäre groß. Also, ne? Okay. Ja, dann würde ich mich aber dann wahrscheinlich eher so am Rand dieser Gruppe befinden, dann einfach nur wie ein, auch wenn ich wie ein ganz normaler Pass dann halt über die Straße gehen und dann ja mal gucken, wie ich in die Bib reinkomme. Ja. Mach mal einen Test auf Wits Awareness. Klar. Ein Erfolg. Reicht dir das oder möchtest du den einen, den du darfst, wiederholen? Nee. Den einen, wahrscheinlich auch gerade aufgrund der allgemeinen Angespanntheit bei Bruce auch irgendwie nicht so sinnig, das jetzt zu wiederholen. Okay, dann ist das Einzige, was Bruce irgendwie wahrnehmen kann, der merkwürdige Bleigeruch von Blut in der Luft und ganz dezent nur, aber das fällt Bruce deswegen auf, weil er besonders süßlich attraktiv riecht. Okay. Ganz leicht. Und dann. Will mich mal umschauen. Also, haha, Gangrel, aber kann ich ausmachen, woher das kommt? Ja, du hast ja deine Animalism immer an, irgendwie das Tier in dir drin rumort genau. Auch und riecht dieses Blut und es wird halt, ja, du hast jetzt keinen Hunger da drauf oder so, ist aber das Tier in dir wittert das und wittert auch gleichzeitig irgendwas anderes noch, aber na gut, wenn du recht hast mit deiner Annahme, dann sind jetzt hier auch drei Vampire in der Nähe, von daher. Mhm. Okay. Ja, ich nehme das natürlich wahr, würde mich dann halt dementsprechend vorsichtig nun auch nicht, das passt einfach nicht in der Situation. Weiß ich, ob die Bibliothek irgendeinen Nebeneingang, Hintereingang oder sowas hat, weil wahrscheinlich wird wahrscheinlich die große Fronttür vermutlich zu sein, nachts. Genau. Dann würde ich mich halt wahrscheinlich aufgrund dessen nochmal genauer umschauen, ob ich von irgendwas beobachtet werde oder ob da irgendjemand noch in der Ecke steht oder sowas, während ich damit ja wahrscheinlich in so einen Seitengang da reingehe. Mit dem einen Erfolg wirst du da nichts wahrnehmen und dann zum Seiteneingang und dann die Tür versuchen und Scarlett und Ronan zusammen, habt ihr die Seitentür zugemacht oder ist die offen? Ich würde sagen, die haben wir wieder zugemacht. Also dann ist die geschlossen. Da die drei sich auch im Inneren des Gebäudes, halt quasi in den Eingeweiden des Gebäudes aussehen, kannst du auch kein Licht ersehen. Mhm. Das wird man auch hören. Also je nachdem, wie groß das alles da ist, aber. Das kommt gerade in dieser Situation, als Scarlett sich umdreht, Ronan sich so an dem Tisch festkrallt, um nicht auszurasten. Und dann vielleicht zusammenzuckt, als dann dieses. Auf jeden Fall, sie hat auch kurze Probleme mit ihren Büchern. Da so, was ist denn nun los? Da geh dann mal zur Tür und mach die Tür auf, guck da so vorsichtig raus. Hallo? Sind die anderen da? Ja, komm rein. Das, oh Mann, du hast mich erschreckt. Entschuldigung. Wo sind die anderen? Komm, du gehst dann, ist da Scarlett? Bruce geht mit Scarlett an durch zwei Bücherregalgänge und bemerkt auch dieses flackernde Licht über Scarlett und kommt dann um die Ecke und sieht Ronan mit gezogener Pistole irgendwie auf dich zielend. Oh. Alles gut. Falscher Alarm. Leute, ich hab
Also ich würde nicht atmen, aber halt so diese Gestik dabei. Ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Ja, was? Die Inquisition. Was? Der Herr ist mein Herr, Jimmy, wird dann nichts mangeln. Ronan, beruhig dich! Was ist denn los? Ich war bei mir zu Hause, in meiner Wohnung. Da wurde eingebrochen. Sie haben die Tür aufgeschossen, haben meine Sachen durchwühlt, Katzenfutter verstreut, das letzte Hemd geklaut, Visitenkarten mitgenommen, die vom Pub, die von der Arbeit und die von Panava und so. Ich war sofort beim Pub, hab den Leuten Bescheid gesagt. Und Herr sei Dank war eine Freundin von Knutzen da. Und die hat erzählt, dass eine enorm christlich-fanatische Sekte kürzlich bei ihr eingezogen ist, über ihr in zwei Wohnungen. Einer von denen hat sich wohl schon vorher immer verschanzt und hat die Tür verstärkt und so. Und dass die Leute auch wohl nicht zimperlich sind, was Waffen angeht. Die haben wohl schon irgendwie eines Nachmittags oder so einfach mit auf der Straße rumgeballert. Vielleicht haben die irgendeiner von uns gesehen oder so. Ich meine, es ist nicht hundertprozentig, aber wenn sie das nicht sind, also bitte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Ich zittere vielleicht nicht ganz so sehr, aber auch ähnlich wie Ronan. Setz du dich erstmal auch hin. Los. So. Du standest auch auf meiner Liste. Ronan, das klingt jetzt irgendwie sehr falsch. Wegen toller Neuigkeiten. Es wird immer besser. Was ist denn? Wo ist Anna? Noch nicht da. Ich wechsle nervöse Blicke zwischen allen Anwesenden. Ich fasse mich mal kurz. Also man merkt, dass Ronan froh ist, jetzt mal sich umfokussieren zu können, also sich auf Bruce fokussieren zu können. Ich habe mit Veronica gesprochen. Oh ja, okay. Also erstmal, Anna sollte ursprünglich gar nicht ausgelost werden. Was? Was? Ja. Der Deal sollte halt jemand übergeben werden. Ja, das war der Deal. Und die hatten hier die Hosen gestrichen voll vor der zweiten Inquisition, einfach weil wir halt die fucking Stadt nicht verlassen können und die uns hier einfach aushungern und ausräuchern können. Und da, ich würde mal ganz platt sagen, der Primogensrat einfach die Hosen voll hatte und da meinte, ich bin wichtiger als der Rest. Summa summarum wurde sich dann auf Amanda geeinigt. Die gruselige die seelische Vogeltante. Nicht die schlechteste Wahl, die man treffen könnte. Und als es dann darum ging, das umzusetzen, war sie nicht auffindbar. Also musste man nochmal neu losen. Und zwar diesmal richtig losen. Scarlett macht ein paar Schritte von Bruce weg. Also überspitzt gesagt, ist Amanda schuld, dass das Anna passiert ist. Ich mach mal kurz einen Maustest. Ja, mehr. So. Und das war noch nicht die beste Nachricht. Moment. Irgendwas stimmt mit meinem... Die arme Bieb. Scarlett lädt euch so schnell nicht mehr ein. Ich muss einmal eben kurz den Charakterbogen ausplatten. Irgendwie komme ich nicht in meinen... Ganz unten. Auf der ersten Seite, ne? Aber ja. Da, raus.
Ja, dann reicht mir das schon. Passt. Also ich ziehe wirklich. Der Kerl scheint mal ein großes Lungenvolumen gehabt zu haben. Und das war noch nicht alles, Bruce. Wenn er so. Würde ich mal zu Scarlett rüberlegen und ihr zuflüstern. Siehst du, Scarlett, so leicht kann man ihn wieder in normale Bahn oder normalere Bahnen bringen. Das muss ich mir merken. So, er macht so mit beiden Armen so ein. Das hat er wohl irgendwann mal aus der Schule gelernt oder aus dem Karate-Movie. Sei wie der Berg. Den greift auch wirklich so in sein Gesicht hinein, quetscht so ein bisschen die Haut, zieht ein bisschen an sich herunter und greift dann mit den Armen wirklich. Ich glaube, da hat Sierra gerade recht. Also wenn du schon hier raus machst in dieser Situation, dich so beruhigen zu müssen, ist das auch ein Frenzy-Test. Klar. Macht das automatisch Frenzy-Zeugs? Oder? Ja, stimmt. Ja, ganz einfach. Eingeben. Das ist Willpower einfach? Okay. Raserei unten. Ja, Frenzy, okay. Ja. Genau. Also das ist einfach nur Willpower, ne? Nee, das ist Willpower und Humanity. Aber das macht er automatisch. Ja. Okay, aber bei Humanity hatte der 5 von mir stehen. Bin ich ja, das ist richtig. Dann, alles okay. Richtig. Ja, durch, ja. Easy. Huch, da bin ich gerade sogar aus Roll 20 raus. Warum auch immer. Aber ja, dann ist ja gut. Da hat sich ein Gangrel unter Kontrolle. Auch wenn das Tier in dir tobt und herausgelassen will, werden will. Das ist auch wahrscheinlich vor allem aufgrund seines wahrscheinlich noch eher menschlich, ne, diese Mixtur aus beidem. Er versucht sich ja wirklich zusammenzureißen. Das ist so in diesem ersten Moment, man sieht wirklich, dass so ein bisschen dieses Tier halt versucht zu übernehmen. Man sieht die Hände so zucken, man sieht Adern aufkommen, die dann wirklich dann, ne, dann auf dem Stuhl, je nachdem der Tisch, was da gerade da ist, dann würde ich das packen und dann würde ich zusammenquetschen. Dann würde das wahrscheinlich abbrechen, aber man hört so ein bisschen knarzen und knacken und. Okay. Also Bruce wird dann vermutlich auch sehen, dass Ronan hier noch so einen kleinen roten Fleck hat, der getrocknet ist. Sieht er. Hat er wahrgenommen. Interessiert ihn gerade nicht. Aber wenn daher vielleicht dieser süßliche Duft kommt, dann erklärt das ihn, dass er das vielleicht auch direkt, je nachdem. Der andere Punkt, der uns vielleicht noch lustiger beschäftigen wird in der nächsten Zeit. Die Anarchen machen richtig Scheiße. Veronica hat vielleicht nicht direkt ihren Spitzel, aber einen Spitzel. Also eine Frau, die einiges mitbekommt. Die Anarchen verwandeln haufenweise Teenager. Sie schaffen sich schnelle Schock-Eingreiftruppen wie früher der Sabbat und es sind ausnahmslos Dünnblütige. Sie schaffen sich eine Armee, also größtenteils Dünnblütige, scheinbar, schaffen sie sich eine Armee, die tags als auch nachts agiert. Ein gutes Dutzend haben sie wohl schon. Es kam zu einigen seltsamen Zwischenfällen von Teenagern, die einfach willkürlich ihre Klassenkameraden anfallen. Und von zweien davon habe ich die Namen und es ist unter anderem mein Job als Sheriff dafür zu sorgen, dass das da halt nicht weitergeht. Aber wenn Anna bei ihnen ist, weiß ich nicht, ob sie wirklich safe ist. Es sei denn, sie unterstützt das, was ich nicht hoffe. Wie gesagt, sie wandeln Teenager. Ich denke so, ja, 15, 16, 17 in dem Rahmen. Ja, brauche ich nicht würfeln. Also, man sieht wahrscheinlich in den Augen von Bruce, dass sie so ein bisschen blutig werden. Blut unterlaufen. Ja, fuck, sie schaffen sich eine Armee. Das wird hier bald eskalieren und dann braucht sich die Inquisition nur zurückzulehnen und warten, was noch übrig bleibt. Und das pflückt sie dann einfach weg. Aber können wir das nicht nutzen? Das eine Problem mit dem anderen auslöschen?
Wir könnten Bruce versuchen, meinte doch, unsere Köpfe komplett unten zu halten. Ja, aber es wird dann Blut in den Straßen fließen von haufenweise Unschuldigen. Aber jetzt blöd gesagt, die ihr euch die an die Prophezeiung, die Jelly gemacht hat? Die Menschen sind frei zu gehen. Wir müssen nur die News verbreiten, dass hier irgendeine ansteckende Krankheit ist oder so. Die Menschen können die Stadt verlassen. Ja, aber Unschuldige dürfen nicht leiden. Besonders keine Teenager. Auch das ist was anderes, ja. Auch wenn sie sich vielleicht schon als Erwachsene fühlen, sind es eigentlich doch meistens noch Kinder. Darum wollten wir uns ja kümmern. Aber eigentlich wollten wir uns zuerst mal jetzt um Kendra kümmern, um herauszufinden, warum sie an dir hängt. Was ist mit Kendra? Ja, der Geist meiner verstorbenen Frau beobachtet mich scheinbar. Und du kommst gerade richtig zu einer Seance. Also Bruce zittert. Wie lange dauert das denn? Scarlett zuckt mit den Schultern. Es kommt ganz drauf an, wie gut wir den Kontakt herstellen können und wie gesprächig unser Gast ist. Denn ich weiß nicht. Wenn ich störe, dann gehe ich meinetwegen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Du störst nicht. Ich weiß nicht, was ich Setz machen soll. Setz dich einfach dahin. Versuch Ronan nicht weiter zu ärgern. Scarlett, wir versuchen jetzt diesen Scheiß hier durchzuziehen. Und wenn wir das getan haben, dann können wir uns um die Teenager kümmern. Eins nach dem anderen. Also, Ronan, hol doch mal sein Kreuz raus. Ich würde mal ganz nah so zu Sam gehen. Sam, wenn das hier nach hinten losgeht, können wir ihn zu nichts mehr zu gebrauchen. Und ich deute so auf Ronan. Er ist jetzt schon hart an der Grenze, dass man ihn noch gebrauchen kann. Jeder Tag, wo Jelly weg ist, macht es schlimmer. Das mit Kendra packt noch, das akkumuliert sich alles. Es wird seit Silvester wird es jeden Tag schlimmer. Ich gebe nur zu bedenken, es birgt Risiken. Jeder einzelne Schritt davon, das Anrufen, das Kommunizieren, das Verabschieden. Der Geist kann sich gegen uns wenden, er kann uns verletzen. Und noch schlimmer, wir könnten dem Geist Schaden zufügen, massiven. Ich weiß nicht, ob er damit klarkommen würde. Mit dem Gewissen, dass er seiner Frau vielleicht noch jetzt ewige Qualen zugefügt hat, durch einen Fehler, den wir begangen haben, aus einer emotionalen Regung heraus. Ronan, sollen wir das wirklich durchziehen? Komme, was wolle. Du hast letztendlich die Entscheidungsgewalt darüber. Choose your own health. Reitest vor mir am Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbtest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ich brauche zumindest an einer Stelle Klarheit. Es sind zu viele Baustellen, zu viele Dinge, die mich parallel ablenken und in Beschlag nehmen. Ich kann die nur einzeln der Reihe nach aufdröseln. Also fangen wir damit an, damit diese Last weg ist oder zumindest damit ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Mit allen Konsequenzen, die daraus resultieren.
Ja. Es gibt keine halben Sachen mehr in dieser Stadt. Okay, gut. Was müssen wir tun? Bevor sich noch einer anders überlegt. Wir ziehen das jetzt durch. Gut. Bruce nickt. Würde dann einmal meinen Rucksack vom Rücken nehmen. Nee. Und ihr greift da einmal rein und ihr seht, dass ich eine Katze raushole. Seit wann trägst du deine Katze mit dir rum? Beachte dich gar nicht. Und halte die so wirklich so sehr, sehr liebevoll, aber halt zitternd dabei. Die Katze guckt sich um und faucht Sam und Scarlett an. Boogie. Herz allerliebst. Boogie. Ich möchte Augenkontakt mit ihm herstellen, wenn es geht. Ich weiß, du bist da schon lange drin. Aber wir müssen das eben erledigen und dann müssen wir sofort zurück. Das Ding hier ist abgeschlossen, aber heb ihn dabei echt so hoch, so wie, keine Ahnung, König der Löwen-Szene, so, hab ihn so wirklich vor mir, so. Kannst du für mich auf dieses Regal gehen? Ich wollte da so in die Richtung. Und sollte da wer kommen, dann sag bitte sofort Bescheid, okay? Ich guck ihn dabei sehr, sehr eindringlich an und flüster ihm das so ein bisschen zu, will es, Bitte, hilf mir, Boogie. Ich weiß sonst nicht, was ich sonst machen soll. Schaut dich fragend an. Kannst du das für mich machen? Da hoch? Ja. Warum? Ich muss aufpassen. Auf was? Häuse? Menschen. Die hier reinkommen. Wenn was ist, sag mir Bescheid. Und offensichtlich, also in dem Moment, wo die Katze ihm antwortet, war er erstmal so. Schluckt er, ich habe ja noch, vielleicht hilft das ja noch so. Weil er denkt, im ersten Moment, ey, vielleicht ist er jetzt doch verrückt geworden. Machst du das für mich? Hm. Ja. Danke. Sie geben mir so einen Kuss auf den Kopf, die Stirn. Traue ihn nur noch einmal so drüber und dann lasse ich ihn so ganz sanft runter. Danke. Okay. Okay. Was soll ich machen? Schau zu Sam und Scarlett rüber. Ja, also Scarlett also, hat jetzt die... Was ihr eben gesehen habt, ist, dass irgendwie Bruce halt Boogie angeguckt hat und irgendwie kurz irgendwelche zischenden, fauchenden Laute von sich gegeben hat. Boogie auch. Und dann schnurrt Bruce oder so. Das ist vielleicht so ein bisschen, wenn ihr mal so dieses etwas tief, also nicht wahrscheinlich so tief, aber etwas tiefere Grollen von so einem Löwen, Panther oder sowas gehört hat, so dieses, ne? Ja, und dann ja, gebe ich ja mal diesen Kuss, lass ihn dann los und dann, lass dann die Katze los. Also, Scarlett, du kennst dich hier aus, gib uns Anweisungen. Mhm. Ich würde die Notizbücher aufschlagen. Ihr seht auch, dass sie kurz schauen muss. Ich würde dann anfangen, so in dieser Bibliothek so umherzuwuseln und allerlei
Zeug herbeizuholen und das Ganze so ein bisschen aufzustellen. Die obligatorischen Kerzen, die man ja immer braucht und so weiter und so fort. Uterbrett würde sie nicht dort haben. Das wäre halt diese klassische Variante von wegen, nachdem alles dort aufgebaut ist auf diesem Tisch. Wir stellen uns jetzt im Kreis hier drumherum und würden uns ganz klassisch an den Händen anfassen. Dann muss der Geist angerufen werden. Und dann drücken wir einfach mal die Daumen, dass das funktioniert. An dieser Stelle sei gesagt, es wäre auch meine erste Geister in Kontaktnahme. Brauchst du einen persönlichen Gegenstand von ihr? Ja. Dann nimm das Kreuz ab. Genau. Tu es bitte in die Mitte. Ja, ich leg da hin. Ich würde so ein bisschen zu Sam rübergehen. Was zum Fick ist dir passiert? Ich habe eine Theorie ausgetestet. Du weißt das mit der Stadtgrenze. Ja, man sollte sie wirklich nicht passieren. Schau auf den Knochen. Scarlett wird dir das bestätigen. Beißt er so einmal kurz auf seinen Daumen, dann sieht er auch, dass er einmal so zick. Und okay. Also, du brauchst es nicht nochmal probieren, glaub mir. Hat sich nicht vor. Ich muss gerade mal ein paar Sachen nachlesen kurz. Das ja. Also Ronan greift dann noch in seine Tasche, holt sein Portemonnaie raus und zieht da ein sehr verknicktes Foto raus, wo man halt eine sehr hübsche, rothaarige Frau sieht, in den Ende 20 mit ganz vielen Sommersprossen, blitzenden blauen Augen einer richtigen, also so eine richtige widerliche Frohnatur und so einer leichten Bauchwölbung. Auf dem Hintergrund von so einem irischen Pub aufgenommen ist. Was er dann da halt auf den Tisch mitlegt. Sie war eine sehr glückliche Frau, so wie es aussieht. Sie war der fröhlichste Mensch, der mir jemals begegnet ist. Dann hoffen wir, dass wir ihr hiermit einen Gefallen tun. Die Kleine sollte Bridget heißen. Ich habe gerade mal deinen Charakterbogen aufgemacht. Moni, Rituale hast du noch keins, ne? Nein. Das heißt, du kannst dadurch jetzt ja keinen Geist rufen oder so. Das Einzige, was du machen könntest, ist gucken, ob einer da ist. Also zumindest mit deinen Kräften. Ja, ich hätte da jetzt einfach gedacht, durch die Aufzeichnungen, dass man das quasi wie so ein Tutorial abfrühstücken kann. Inwiefern? Naja, ich habe ja noch die Aufzeichnung von Alexander und wenn der das irgendwann mal aufgeschrieben hat, wie das funktioniert, dass man das ja, einfach... Ja, aber das heißt ja nicht, dass du das kannst, was er da aufgezeichnet hat. Das heißt, das muss er erst lernen. Ne? Also. Ach so, oh, dann wird das gleich sehr lustig. Dann passiert nämlich nichts. Nichtsdestotrotz, genauso mit dieser Denkweise würde Scarlett jetzt auch rangehen und alles, was da so niedergeschrieben steht, jetzt auch diese, euch weiterhin so dirigieren quasi, auch so dieses Aufstellen an der Hand nehmen. Und auch die Worte, die dort niedergeschrieben stehen, würde sie halt vorlesen und dann ganz gespannt abwarten. Mit dem Ergebnis, dass dann vermutlich nichts passiert. Nee. Also wenn du kannst natürlich über Oblivion Sight versuchen, Geister zu sehen. Mhm. Das müsstest du dann auch aktivieren. Ich würde auch gern Sense the Unseen anschmeißen. Ja. Jo. Genau. Also wenn ich dann merke, dass da auch nichts passiert, dementsprechend mal schauen, ob sie wenigstens da ist.
die übernatürlichen Sinne von Ronan und Sam gehen natürlich an, aber ihr nehmt nichts sonderlich an, also nichts Außergewöhnliches wahr, außer dem, was ihr auch erwarten würdet, nämlich, dass ihr halt da seid. Genau. Und braucht man für Oblivion Zeit? Musst du mir gerade mal, du hast ja deine Kräfte, glaube ich, aufgeschrieben. Auch was musst du dafür würfeln? Dafür brauche ich gar nichts würfeln. Das ist einfach nur, das kann ich anschalten. Meine Augen werden halt schwarz, aber dann kann ich mir die Geister angucken. Okay. Ja, dann sieht man bei Scarlet, wie die diese Schwärze wieder irgendwie in die Augäpfel einzieht, wie kleine Äderchen, kleine Würmer, die sich da reingraben und langsam den Augapfel schwarz füllen. Das Licht im Raum fängt stark an zu flackern und zumindest bei Ronan und Bruce, die ja noch ein bisschen höhere Menschlichkeit besitzen, zieht sich so ein leichter Schauer über die Nackenhaare. Und Sam und Ronan können dann mit diesem Sense the Unseen zumindest, ja, ihr habt ein Gefühl davon, dass gerade irgendwie eine Barriere durchbrochen wird oder so. Irgendwie irgendwas Übernatürliches passiert, was das genau ist. Ihr könnt das überhaupt nicht nachvollziehen, was da gerade passiert, aber es ist irgendwie stockfinster, dunkel und das Tier in euch wehrt sich dagegen, irgendwie anwesend zu sein. Und sind irgendwann Scarlets Augen völlig schwarz über euch, die irgendwie vor euch auf dem Schreibtisch, die Schreibtischlampe, die das Brett erleuchtet, worum ihr euch irgendwie dafür versammelt habt, platzt. Und Scarlet sieht die Welt auf einmal anders, nämlich in dunklen Grau-Schwarztönen. Und sieht dann auch den Geist hinter Ronan stehen. Mit verschränkten Armen, eine durchscheinende Gestalt mit einem merkwürdig verzerrten, irgendwie immer so aus der Phase sich schiebenden Gesichtszug. Kann ich das an dieser Stelle irgendwie deuten? So viel Erfahrung hat Scarlett jetzt, glaube ich, noch nicht mit Geistern. Nein. Von daher. Noch habt ihr ja sonst nichts gemacht, also. Sie ist zumindest anwesend. Aber irgendwie scheint das nicht zu funktionieren, dass wir mit ihr in Kontakt treten können. Ist gemutet, Radio. Kann sie uns wahrnehmen? Bekomme ich eine Reaktion von ihr? Also sehe ich visuell irgendwie, dass sie jetzt darauf reagiert? Also sie stand ja eben mit so verschränkten Armen hinter Ronan. Wenn Ronan jetzt irgendwie ein bisschen so umherguckt, weil er irgendwie ja auch dieses Gefühl hat, irgendwas passiert, tritt sie so einen Schritt an ihn heran und streicht ihm so mit so einer mit so einem Schemen halt über den Kopf. Sie hört dich. Wobei die Hand immer so hin und her schwappt zwischen einem ja, durchscheinenden, normalen, geisterhaften Hand, also in Anführungsstrichen normal, und einer großen, schwarzen Klaue. Wie gesagt, das verschiebt sich immer so. Wie jetzt, wenn man zweimal blinzelt, dann ist ja einmal total schwarz und wie ein Monster zu sehen und einmal halt wie eine helle Lichtengelgestalt. Fast schon engelartig. Ronan, etwas stimmt definitiv nicht mit ihr. Das, auf der einen Seite ist sie die junge Frau, die du mir auf dem Bild gezeigt hast. Aber da ist noch was anderes. Etwas Dunkles. Es verzerrt sich in sich. Ich kann es nicht wirklich fassen.
Wo ist sie jetzt genau? Sie steht direkt hinter dir und streicht dir über den Kopf. Dann nimmt er das Kreuz und dreht sich so halb da, wo er halt ungefähr dann einschätzen würde, wo sie es sehen oder berühren könnte. Ja, Scarlett sieht, wie die Hand von Ronan durch den Geist durchgeht. Quasi das wie so ein Nebel auseinanderstiebt. Andersweitig reagiert sie aber nicht drauf. Sie zeigt keine Reaktion. Du bist gemutet, Quali. Ronan, mach mal Wits Awareness. Wits Awareness. Da. Weil Ronan hat ja diesen Sense the Unseen Auspecks an. Da würde ich mal Willpower einsetzen. Mhm, bei einem Erfolg, ja. Kannst du noch 3 wiederholen? Mhm. Sind insgesamt 4. Ja. Ja, als Ronan, als du dich so umdrehst, weil Scarlett hat ja gesagt, irgendwie der Kendra steht genau hinter dir und dieses Kreuz halt irgendwie nach hinten reichst, hast du. Es ist halt, Sense the Unseen ist jetzt nicht genau, ist jetzt nichts, was man. Ich sehe, dass da irgendwas ist. Sondern es ist, spielt sich halt in dir ab, das Tier in dir. Du greifst auf die vampirischen Kräfte zurück. Und du merkst, dass das Tier in dir nach oben dringt. Und das Tier in dir, nicht Ronan, der Mensch, sondern das Tier in Ronan, bemerkt dieses Gesicht ganz nah, fast Nase an Nase zu Ronan selber. Das Gesicht, was du lange nicht gesehen hast oder halt nur in diesen Visionen gesehen hast, durchscheinend. Und dann beim nächsten Zwinkern halt, als würde es halt mit einem Windmaschine oder so angeblasen, die Haare nach hinten in alle möglichen Richtungen in sich verlierend in schwarzen Tentakeln zu einer Fratze verzogen und dich anschreiend und dann ist es weg. Moment, dann der Gesichtswürfel. Okay. Dann werden Ronans Augen kurz größer und dann gibt er ein richtiges Fauchen von sich, die Zähne zeigen sich. Und er taumelt dann so 1-2 Schritte vom Tisch weg. Scarlett nimmt dann wahr, dass diese Gestalt, die halt immer zwischen diesem monstrigen schwarzen Ding und der normalen Gestalt hin und her schwammt, so wie so eine Mutter irgendwie so zu Ronan so runtergeht und irgendwie so versucht, ihn irgendwie zurückzuholen oder die Nähe wiederherzustellen. Und dann siehst du irgendwie so einen eingeschüchterten Gesichtsausdruck, weil Ronan ja gerade so gefaucht hat und oder vielleicht auch Besorgnis vielleicht. Und was ein bisschen merkwürdig aussieht, in diesem monstrigen Gesicht auch eine Besorgnisfalte zu sehen. Konnte Sam das eigentlich auch sehen mit Aidens, mit Sense the Unseen? Sam hat nichts gesehen. Sam spürt nur, dass irgendwas passiert. Okay. Aber Sam hat keinen persönlichen Bezug zu ihr, deswegen. Das war jetzt nur einfach. Ja, und in Bruce, der dieses Animal-Ding ja immer anhat, also in dir rumort es alles, das Tier in Ronan wird und in Scarlet auch wird mehr sehr stark. Und dein eigenes Tier nimmt so eine
Abwehrhaltung ein in dir drin. Spätestens, wenn Ronan dann deine Zähne zeigt. Ich werde dann auch kurz von ihm wegrucken. Also aus dem Stuhl kurz aufstehen, auch so ein bisschen. Ruhig. Ich kann es nicht ganz begreifen, was hier passiert. Sie ist es und ein wenig auch nicht. Aber sie sorgt sich noch um dich. Sie weiß, wer du bist. Diese andere Gestalt. Es ist fast, als hätte sie auch ein Tier in sich. So wie wir. Scarlett kann mal Intelligence und Okkult würfeln. Mhm. Ich spare mir das am besten, ne? Du hast da eh keine Ahnung von Geistern. Richtig. Das stand nicht auf der Liste. Das kommt erst im dritten Jahr. Moment, ich glaube, das war falsch. Obwohl, nee, doch, passt. Zwei Erfolge. Müsstest du Willpower einsetzen, zum zwei wieder zu wiederholen? Jupp. Das kann ich. Gibt es da direkt gleich einen Button für? Da gibt es einen Button, ja. Ja. Bei Wills, bei Willpower und WP Reroll. Genau. Power. Ah, hier. Tja. Jetzt hast du drei wiederholt, zwei dürftest du nur. Ich nehme mal die ersten beiden, das ist ein Erfolg mehr. du hast ja die Aufzeichnungen deines Sires gelesen und hast deswegen vielleicht einen kleinen Einblick da drin, wie Geister normalerweise sich, also es gibt kein Normal bei Geistern, steht schon mal fest. Und einen Geist aus dem Jenseits ins Diesseits rüber zu ziehen, bleibt nicht ohne Folgen. Es muss nicht zwingend sein, dass das zwei Entitäten sind oder dass irgendwas böse oder nicht stimmt oder so. Es kann einfach nur sein, dass dieser Geist eine Poltergeist-ähnliche Attitüde besitzt und deswegen halt auch dieses dämonenfratzenartige Wesen teilweise auftritt. Einfach, das Ding gehört. Der gehört hier einfach auch nicht hin. Und das drückt sich halt vielleicht auch in diesem Wechsel aus. Muss nicht so sein, kann aber. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwas böse im Argen ist. Aber so genau kennst du dich damit jetzt auch nicht aus. Puh. Ich weiß, das wird uns jetzt nicht unbedingt weiterbringen, aber... Also nur um das, damit ihr euch nicht so festbeißt in dem, da ist irgendwas anderes noch. Muss nicht zwingend so sein. Ja, dann würde ich das euch nur so mal grob umreißen, wie das Koali gerade gesagt hat. Alles kann, aber nichts muss. Es tut mir leid, Ronan. Also, was Scarlett halt auch definitiv weiß, ist, dass wenn man Geister aus ihrer Ruhe herauszieht, ins Diesseits reinzwingt, dass sie halt wütend werden darüber und verzweifelt und dagegen rebellieren, dass sie hier sind. Das kann durchaus auch mal dämonische Züge annehmen. Also hat vermutlich wirklich irgendein Pisser sie gerufen. Davon ist auszugehen, ja. Schön. Wir werden ihn suchen und finden. Was mich an der Stelle interessiert, ist wer und warum. Vielleicht dein Sire?
Ich werde mir die Aufzeichnungen von meinem Sire noch genauer ansehen. Vielleicht habe ich einfach einen Fehler gemacht. Vielleicht kriege ich das ein andern Mal besser hin, dass wir wirklich mit ihr sprechen können. Das war ja heute eher eine Blamage. Oder es war jemand hier aus der Stadt. Du hast sie das erste Mal wiedergesehen, nachdem du Sheriff geworden bist, richtig? Nachdem ich die Unterlagen von Andrew durchgesehen habe. Ja, und nachdem du bei Sabra warst, um dich zu vereidigen quasi. Ja, das stimmt. Also, da sind viele außergewöhnliche Sachen passiert zu der Zeit. Mhm. Also könnte es entweder an den Unterlagen von Andrew liegen, aber meinst du, es ist möglich, dass du nur mit einem Überfliegen sie quasi selber schon wieder herbeigerufen hast? Also ich bin nicht durch die Wohnung gelaufen und habe Klaatu Virata Nektu gerufen, also. Oder jemand anderes hat es getan, weil er dir dein Amt nicht gönnt. Oder gerne Kontrolle über den Sheriff haben möchte auf irgendeine Art und Weise. So viel wissen eigentlich nicht von Kendra. Ich gehe davon aus, so wenn jemand meine Gedanken liest, bekomme ich das mit. Weil das auch nichts ist, was ich an die Oberfläche sonst lasse. Gut, aber wer weiß, was genau passiert ist in der Zeit, wo du in der Stadt angekommen bist, bis du wieder klar gewesen bist. Ja, genau. Was übrigens auch zu dem Zeitpunkt war, ist, dass sich bei Ronan ein schönes, gutes Gefühl einstellte zu diesem Zeitpunkt, ne? Also das waren die ersten Wochen mit Jelly, ne? Mhm. Dieses gute Gefühl des Normalen und Liebevollen und das, was du halt früher mit Kendra hattest. Das war, ist halt Normalität. Auch neu gewesen, genau. Ja. Und vor allen Dingen diese Menschlichkeit, die du in Jelly gesehen hast. Die ist da ganz stark gewesen zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ist es auch eigentlich nicht so dramatisch. Jetzt macht das mal wirklich ein Gänsefüßchen. Und einfach es ging mir eine Zeit lang wirklich richtig erstaunlich gut. Ich habe mich normal gefühlt, wie, naja, Hinz und Kunz von der Straße. Möchtest du damit implizieren, dass sie aus Eifersucht oder Neid wiederkam? Vielleicht kam sie wieder, als sie... Das wäre eine sehr krasse Möglichkeit, oder weil sie gemerkt hat, dass mir das jetzt abhanden kommt. Mein Anker fehlt. Ich habe... Da mir die Kirche fehlt als ein Anker an die Person, die ich bin, war Kendra war damals mein Anker, nicht mehr kriminell zu sein, mich davon zu lösen und ein guter Mensch zu werden. Und mit Jelly ist es eigentlich ähnlich. Und jetzt habe ich weder das eine noch das andere. Übrigens, die gleich auch, das nochmal krass zu verdeutlichen, ist, dass genau der Zeitpunkt auch war, wo du Jelly zum Touchstone gemacht hast. Ne? Also vielleicht ist sie da, weil sie sich Sorgen um mich macht, oder vielleicht
Eifersucht, ich weiß nicht. Aus dem Jenseits herauskommt das für mich irgendwie komisch, der Gedanke. Ich möchte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es ist, den geliebten Menschen vom Jenseits aus zu sehen und zuzuschauen, wie er sein Leben weiterlebt, sich es weiterführt und vielleicht auch eine neue Liebe findet. Ich habe mich damit sehr schwer getan, aber ich musste irgendwie damals weitermachen und das Loch, in das ich gestürzt bin, war wirklich filmreif. Die erste Zeit war nach ihrem Tod war ich täglich sturzbetrunken, hab mich geprügelt. Aber irgendwann ein guter Freund. Mein damaliger Beichtvater hat mir wieder aufgeholfen. Bevor ich komplett Dummheiten begehe. Vielleicht solltest du ihn mal anrufen. Wenn du so schon nicht sehen kannst. Ja. Ronan, es tut mir leid, aber du weißt, dass die Zeit drängt. Meinst du, es geht ja soweit wieder gut, dass wir die Sache mit den Teenagern angehen können? Wir müssen. Jetzt muss ich erstmal funktionieren. Nochmal Willpower, Rerion. Oh ja, da habe ich auch gerade noch so viel. Ja, Roll 20 braucht manchmal ein bisschen. Oh, Pending. Jetzt muss ich erstmal funktionieren. Genau. Meine Seele muss warten. Ganz klein und irgendwo ganz weit im Hintergrund sagt das Tier in Ronan als Maul, Sam. Aber naja. Ganz weit hinten nur. Eine Sache nach der anderen. Das behalten wir im Auge. Jetzt kümmern wir uns um die Teenager und versuchen, ein Blutbad zu verhindern. Unter Unschuldigen. Wie sollen wir es angehen? Wir müssen vor allen Dingen feststellen, ob die beiden schon verwandelt sind oder nicht. Das ist Schritt 1. Dazu müssen wir sie erstmal zu Hause rauskriegen. Der offizielle Weg wäre, dass wir uns oder ein paar von uns sich als städtische Angestellte oder so etwas ausgeben. Oder was aber Fragen hinterlassen könnte. Oder wir entführen die beiden.
was die Eltern auf den Plan ruft. Ja gut, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Teenager brennen auch mal durch oder kommen auch mal nicht nach Hause jetzt. Solange wir sie nicht direkt bei ihren Eltern von der Haustüre wegholen, sondern wenn wir sie vielleicht irgendwie unterwegs aufgabeln können. Es dürfte für mich kein so großes Problem sein, den Quarterback dazu zu bewegen, dass er mit mir kommt. Ich könnte ihm ein bisschen schöne Augen machen. Endlich mal ein Tory-Style hier. Und dann bringen wir ihn in den Club und sehen dort weiter. Und was ist mit ihr? Ich kann das mit Sicherheit auch bei ihr schaffen. Tory-Style. Das ist halt die Frage. Interessant wäre zu wissen, sind die beiden gerade gemeinsam unterwegs oder nicht? Bruce? Der starrt gerade nur nach unten. Und sein Sitz hat mitbekommen, dass er sich wieder gesetzt hat. Starrt so ein bisschen nach unten. Zitternden Blickes. Und dich geht's gerade nicht so wahr. Bruce? Schau dich an. Zitternde Augen, nicht so? Also. Ich kann nicht mit. Ich muss nach Hause. Ich hab. Vielleicht ist sie ja gerade zurückgekommen. Wenn nicht, dann... Alleine, Bruce. Sollte jetzt keiner mehr sein. Schon mal zu Skala drüber. Ich glaube langsam auch, dass wir uns nicht mehr unbedingt trennen sollten. Du hast doch ein Auto, oder? Sie nickt, aber was ihr mitbekommt, ist, dass Scarlett konstant auf die Unterlagen von ihrem Erschaffer starrt. Und ihr seht etwas, was ihr bei ihr noch nie gesehen habt. Sie ist ernst, fokussiert und auch irgendwie sauer. Das, so wie sie die Unterlagen gerade fixiert. Und sie hat auch so die Hände zu Fäusten geballt. Aber auf deine Frage hin nickt sie langsam. Ja, hab ich. Ich kann nicht bei dir unterkommen, Jordan System. Ist eine Scheißlage, aber... Wenn du kein Problem hast, dir den Keller mit Ronan zu teilen. Natürlich. Ich kann da nicht bleiben. Hast du das schon der Polizei gemeldet? Du hast doch Kontakte zur Polizei. Ich hab angerufen. Ich hab den Sheriff. Ich kenne ihn. Er weiß von einem Einbruch. Aber... Ich weiß nicht mehr, ob ich da sicher bin. Ob wir da sicher sind. Na, ich meinte jetzt auch nicht, dass du dort zurückkehren sollst, sondern einfach nur... Nein, ich meine das Motel auch. Ich kann ja nicht bleiben. Das, was wir unter gar keinen Umständen jetzt machen dürfen, ist überreagieren. Also man merkt, er schaltet in so einen... Ich denke jetzt nicht mehr über Dinge nach. Ich bleibe jetzt rein in logischem Kalkül hängen. Okay, was machen wir jetzt? Opfer müssen vermieden werden, wenn es möglich ist. Bruce, konntest du bei Jelly das Tier spüren? Oder hast du das mal versucht? Ja. Also könntest du bei den beiden auch spüren, ob sie schon verwandelt sind? Ja, vermutlich. Und es ist halt bei Bruces Sachen ist es halt immer ein bisschen kompliziert. Also es könnte auch ein echt, also wenn Mensch halt total in Raserei gerät auf menschliche Art und Weise, dann spürt Bruce das genauso. Also
Genauso ein total menschlicher Vampir, der würde wahrscheinlich bei Bruce auch kaum auffallen. Also es ist immer, das ist nicht sonderlich hochprozentig verlässlich, was diese. Ja, deswegen. Das ist eher so eine Witterung, ne? So ein, deswegen fragt er ja jetzt. Ja, Schultern schucken, dann Schultern zuckend. Ja. Und ansonsten kann man das nämlich fast nicht feststellen. Ist zumindest sehr schwer. Sie hat einen Herzschlag, ihre Haut ist warm. Wenn sie so sind wie Jelly, ja. Ja, es gibt ja keine Vergleichsfälle. Das Einzige, was gemeint, früher oder später würden sie in Raserei gehen. Das heißt, zur Not müssen wir sie länger im Keller behalten, wenn wir es nicht auf andere Art und Weise sicher feststellen können, dass sie verwandelt sind. Naja, das ist aber auch nur eine Theorie. Irgendwas müssen wir ja tun. Ich kann mit einer Blutprobe feststellen, ob sie vampirisches Blut haben. Okay, dann sollten wir die zwei jetzt erstmal finden. Bruce, du lebst doch schon länger hier. Wo? Sorry, Scarlett, nichts gegen dich, aber ich glaube, du weißt da weniger Bescheid als Bruce. Wo treffen sich denn so hier? Wo hängen die Kids hier denn ab? Ja, es gibt den Club an der Hauptstraße und Nähe der Hauptstraße einmal, je nachdem, was sie machen, im Park. Oder keine Ahnung, ich habe davon mal gehört, dass man sich auch mal draußen trifft. Je nachdem, wie alt die sind. Wenn sie nicht volljährig sind, dann mit Alkohol draußen im Park oder so. Als in Pubs. Scarlett, hast du hier Internet? Ja, natürlich. Jetzt nicht hier direkt, aber durch den Anbau drüben haben wir WLAN. Das passt. Dann lass uns doch mal kurz gucken, ob wir rausfinden können. Wir haben doch die Namen von den beiden. Lass uns doch mal kurz gucken, ob wir rausfinden können mit Facebook oder Ähnliches, wie alt die beiden sind. Irgendwo werden die mit Sicherheit ein Profil haben, weil dann können wir vielleicht manche Orte schon ausschließen. Das müsstet ihr machen. Wenn sie... Klar, die sozialen Netzwerke, da dürften sie ziemlich aktiv sein. Vielleicht haben sie auch gerade was gepostet. Also. Sowas wie, wir haben uns wieder mal ausgeschlichen zum Knutschen. Zack. Ja, dann. Soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke checken. Facebook, Twitter, Instagram. TikTok. Snapchat nicht vergessen. Snapchat. Vielleicht auch das interne Netzwerk der Uni, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen Sie sind gerade erst auf der Highschool, da brauchst du noch nichts mit Uni-Netzwerk anfangen. Stimmt, Highschool, ja. Macht ihr das mal, ich versuche mich mal kurz hier, ihr habt doch hier sicher irgendwo Toiletten, wo es Spiegel gibt. Ja, klar, einfach den Gang runter und gleich links. Dann versuche ich mich nämlich ein bisschen jünger aussehen zu lassen, dann sollte es auch überhaupt kein Problem sein, als hier ranzukommen. Also im Neubautrakt der Bibliothek gibt es da auch natürlich Computer mit Internetanschluss. Da kann Ronan natürlich hingehen. Was macht Scarlett? Was machen Bruce? Sam geht dann geht sich frisch machen. Also Scarlett würde Ronan folgen, aber schön die Finger von jeglicher Technik lassen. Es wäre kontraproduktiv, ja. Bruce schaut nach dem Wichtigsten, was er gerade noch in seiner Nähe hat. Such mal Boogie. Ja, der hängt, der sitzt halt da oben, wo du gesagt hast, dass er sitzen soll. Hast du nicht gelesen. Ich bin da zwischendurch nochmal schon vor dem ganzen, der ganzen Sache einmal zu ihm hin, weil das offensichtlich nie funktioniert hat. Und dann habe ich immer, also er quasi frei gehen lassen. Irgendwie mal gucken, ob es da in dem alten Bibliothekszahn irgendwas für ihn zu holen gibt. Weil ja das mit dem Reden nicht funktioniert hat vorhin. Das hatte ich mal nicht in den Chat geschrieben bei uns. Ja. Habe ich nicht gelesen, ja. Achso, alles gut. Ja, keine Ahnung, findest du ihn irgendwo in irgendeinem Gang, der da drum Strom hat? Ja, weil es will nur diese Sicherheit so, okay, da ist er irgendwo und dann zurück zu Ron und Scarlett.
dann machen wir Investigation und hier, Dingens. Technology? Ja, ich würde eher Nachforschung machen. Investigation und... Achso, ja, also klar, ist ja Investigation und ja, mach mal genau, und mit Technology verbinden ist ganz gut, ja. Ach, das geht ja jetzt, stimmt. Das geht jetzt, ja. Geht hier mit allem. Ja, es geht alles, mit allem. Alles geht mit allem, ja. Warte mal, so, na, so. Investigation. Jetzt kann ich aber nur ein Attribut auswählen. Dann nimm Intelligence. Intelligence. Ja, währenddessen, was macht Sam? Genau. Ja, bisschen von dem Make-up runter, einfach damit sie wieder ein bisschen jünger aussieht. Also okay. Jahrelang drauf trainiert, sich ein bisschen älter zu schminken, jetzt wieder genau das Gegenteil, dass sie eben näher an die Teenies reinkommt. Das sind 6 Erfolge. Ja, das ist so dieses dann geht er direkt los. Profi-Hacker. ja, nach was suchst du genau? Also ich habe ja die Namen von den beiden. Und ich würde halt erstmal ganz platt nach dem Namen suchen, also vor allem nach seinem Namen als erstes und nach ihrem parallel. Und dann halt die Verbindung zu den sozialen Netzwerken. Weil die meistens posten Teenie hier irgendwelche tollen Sachen, auch gerade wenn sie was Verbotenes gemacht haben oder so. Oder manche haben vielleicht sogar den Blog. Wo sie über. Ja, die beiden jetzt nicht so. Und es dauert auch eine Weile, bis Ronan so weit im Internet seine Kreise gezogen hat, bis so irgendwie auch die Nicknames von denen rausgekriegt hat und an denen sie halt in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Du findest auf jeden Fall irgendwie mit den normalen Namen schon mal so, weil die sind ja beide im Sport in der Highschool sehr aktiv, hier Cheerleader, Frontfrau und Quarterback. Das heißt, da findest du auf jeden Fall so Mannschaftsfotos und sowas. Die Flagge im Hintergrund. Das heißt, damit habt ihr auch direkt irgendwie ja, Bilder von denen. Du wisst, wie die aussehen. Scarlett, ich mach lieber selber den Drucker an. Ja. Komm ich dann schon wieder zurück? Ja. Cheerleader. Perfekt. Ja, also das sollte kein Problem sein, mit der Guten in Kontakt zu kommen. Die haben ja eine völlig veraltete Programmoberfläche da drauf. Scarlett ist einfach fasziniert, wie du einfach so Geräte bedienen kannst, ohne dass was passiert. Bei mir kommt immer ein Bluescreen. So, wenn was kommt. So. Manchmal geht da gar nicht an. Ja, genau. Und, das ist ja ein echtes Schnuckelchen, die beiden. Die sind ja wie aus einem amerikanischen Traum. Ja. Und ja, du findest auch die Adressen von denen natürlich, aber die hast du ja eh schon. Mhm. Und die letzten Posts, die sie gemacht haben, liegen tatsächlich schon ein bisschen was zurück, also irgendwie ein paar Tage zurück. Würde ich halt mal, also vor allen Dingen kurz mal so ein bisschen die Sachen durchscrollen in so einem Schnellverfahren. Zum Beispiel, haben die einen beliebten Ort? Also haben die einen Lieblingsbar, Lieblingspub oder Lieblingsort irgendwo im Park? Ich würde mir mal bei Ronan so wie die Schulter hängen und mir zugucken. Du, guck mal nach, guck mal auf der Homepage von der Highschool, wann die normalerweise die Trainings haben. Ja, jetzt ja nicht mitten in der Nacht, aber wenn sie kein Training haben, aber abends werden sie auf jeden Fall irgendwie ein Abendtraining haben, ja. Vielleicht morgen. Ja. Ich sag, morgen haben sie abends ein Abendtraining. Dann könnten sie auch einfach da abfangen.
Sollten wir nur jetzt noch einkaufen gehen, dann würde ich mir nämlich jetzt noch Sportklamotten besorgen. Wie heißt denn der Coach von den Cheerleadern? So. Christopher Cooper. Mr. Cooper, genau, das ist doch wunderschön, weil dann könnten wir nämlich. Cooper ist auch ein schöner Coachname. Coach Christopher Cooper. C. Ich überlege gerade. Was überlegst du? Da komme ich aber so nicht dran. Es wäre jetzt interessant zu wissen, ob ich an die Schulakte rankommen könnte online, ob er randaliert hat in der letzten Zeit, also ob da was vorgefallen ist. Fällt das nicht auf, dass du dich dafür interessierst? Naja, lösche ich den Browserverlauf wieder. Wenn das so einfach geht. Allerdings habe ich mich schon seit Ewigkeiten nicht mehr irgendwo reingehackt. Weißt, wieso willst irgendwo du das sitzt Jessro und sagt so, Browserverlauf löschen, wie niedlich. Was willst du damit? Wir können da einfach morgen Abend hingehen und sagen, ich bin die Neue. Weil er dann vielleicht nicht mehr in der Schule ist, deswegen. Und was haltet ihr von der Idee, sich als Sportscout vorzustellen? Das wäre für beide von Interesse. Was könnt ihr machen? Ich würde die Cheerleader nochmal fahren, weil das ist was ich wirklich kann. Bruce, wie sportlich bist du? Ronan, das kauft ihm keiner ab. Wenn man ihm einen Anzug anzieht, könnte er so ein schmieriger Agent sein. Sehe ich, wie ich in Talentscout aus? Er schaut mal so an sich runter. Herr Scarlett. Umstyling von den Jungs. Entweder Umstyling von den Jungs oder du machst einen Talentscout. Also, ich bin ziemlich fit. Wir haben in letzter Zeit ja öfter trainiert. Na dann. Mhm. Ronan, wollen wir einen Venture aus dir machen? Was? Dass ich das noch erlebe. Oh ja, bitte. Ihr wollt mir den Anzug anziehen? Ja. Ich meine, so einen richtigen? So richtig. Mit Krawatte. Oh Gott. Und danach machen wir und noch einen Manschettenknöpfe am Hemd nicht vergessen. Unbedingt. Würde Isaiah ja fragen, ob er irgendwelche Styling-Tipps hat. Okay, ich muss sowieso, wie gesagt, ich brauche Sportklamotten. Ich habe nichts mitgenommen aus Sacramento. Gut, was getan werden muss. Danach machen wir noch ein schönes Bild für die Nachwelt. So eine Cheerleader-Uniform sieht Bruce bestimmt ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir was finden, wo sein Brustkorb reinpasst. Er fährt den Bus für die Cheerleader, das kriegen wir hin. Ich hab jetzt gerade so ein Ohrwurm von We are men, women in tights. Jetzt habe ich ihn auch, ja. Gut. Der Plan ist vermutlich am vielversprechendsten. Bis morgen kriege ich aber auch Jimmy nicht dazu, sonst mir irgendwas noch herzustellen. Die müsste ich immer wieder anrufen. Ich glaube nicht, dass wenn wir zu einem Training kommen, da musst du noch nicht, wenn du nur mal gucken möchtest, dann brauchst du noch nicht groß Referenzen vorweisen. Ich behalte es aber mal im Hinterkopf, dass Jimmy mal die Straßen im Auge behalten soll, ob die Anarchen anfangen oder ob irgendwelche Gruppierungen anfangen, massenhaft Waffen zu kaufen. Das ist keine schlechte Idee. Jimmy hat die Gang versorgt. Mehr oder weniger. Hat man eigentlich auch
von der Gang irgendwie größer wieder was gehört? Die sind auch ziemlich still nachdem geworden, ihr Anführer oder? Geköpft wurde? Naja, wenn ich ein Anarch wäre, würde ich die Gang jetzt komplett integrieren. Ich kenne einen Vampir, der da was gegen hat. Tja, das reicht vielleicht. Noch. Noch. Jimmy später auf die Liste. Erstmal die Teenager. Und mein Umstyling. Los, komm mit. Also ihr meint, ich soll da bleiben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Motel verlassen soll oder nicht. Pass auf. Wir fahren jetzt kurz, wenn wir jetzt losfahren, dann fahren wir am Motel vorbei, gucken, ob Anna da ist. Wenn Anna da ist, nehmen wir sie mit. Wenn sie nicht da ist, bleibst du erstmal bei uns. Und dann werden wir regelmäßig nachschauen, ob Anna beim Motel wieder auftaucht. Aber Ronan hat recht, wir sollten uns nicht trennen. Es ist zu gefährlich. Wir gucken, dass wir Anna holen, sobald es geht, aber... Okay. Na gut. Zu deiner Wohnung solltest du auf alle Fälle nicht mehr zurück. Nein. Nein, nein. Vielleicht kann jemand anderes dort vorbeigehen und sich mal umschauen, aber... Ich war einmal da, ich habe gesehen, was noch da ist. Neue Nachbarin gesehen. Der Rest interessiert mich nicht. Neue Nachbarin wird da schon nachgucken. Alles gut. Eine Sache. Hast du dir dann auch begegnet? Der Nachbarin, vielleicht hat sie irgendwer, vielleicht kann sie noch eine Zeugenaussage machen, wer... Je nachdem, wann die da waren, eventuell, aber ich glaube, als ich ankam, kam gerade der LKW aus Sacramento. Sacramento? Ja, ich meine schon. Das ist klein. Ach Gott. Ja, ja. Wie kann man von Sacramento in so ein Loch ziehen? Ich würde es nie verstehen. Ich wollte in der Bibliothek arbeiten, hat sie gesagt. Hat mich gerade gesehen, als ich in der Wohnung war und kurz als das Tier gerade so ein bisschen hochkochte. Dann fällt Scarlett. Ah ja, das ist die Sandra Day. Klar, ja. Das ist die neue. Sandra. Day, glaube ich, bin ja, das richtig. Ja, genau. Okay, so. Ihr seht, wie Sam absolut das Gesicht runterfällt und sie dasteht wie vom Blitz getroffen. Alles in Ordnung? Habe ich was Falsches gesagt? Nein, nein, das ist richtig. Sandra hat sie gesagt, den Name. Ich habe ihr Kisten reingetragen. Du kennst sie. Das war sehr sie. Nett von dir. Ronans Blick geht auf Detektivmodus. Wie sah sie aus? Beschreib sie dir. Das ist nicht dein Ernst. Du kennst sie ziemlich gut. Kommt sie hierher? Okay. Verschränkt die Arme. Ja, den LKW. Ronan, du kennst den Namen auch, denk nach. Ich habe dich gebeten. Ich habe keine Möbelpackung. Oh. Ist sie einfach. Ist auch hergekommen alleine, meine ich. Das ist jetzt aber pikant. Was ist pikant? Geht sie schlecht mit Büchern um? Wenn ihr was wisst, sagt es mir. Nein. Ganz im Gegenteil.
Also du kriegst von Ron jetzt so einen fragenden Blick, aller soll ich jetzt was sagen oder die Fresse halten? Du könntest niemand Besseren finden, der hier in der Bibliothek arbeitet. Sandra ist eine meiner besten Freundinnen gewesen. Ui. Ich hatte Ronan gebeten, dass er versucht, irgendwie Kontakt herzustellen oder ihnen einen Brief zukommen zu lassen. Ja, vielleicht ist ja tatsächlich was angekommen. Aber sollte sie nicht hierher locken? War's erfolgreich. Tja. Danke, Bruce. Danke. Zug zusammen. Frenzy geht um Touchstone. Oh. Ich zucke zusammen. Und Sam rastet aus, das wäre es jetzt. Nachdem bisher alles geschafft haben. Die Armbücher. Die unschuldigen Bücher. Wir müssen Scarlett heute noch irgendwie einen Frenzy-Test aufdrücken. Jeder darf mal. Je nachdem, was gleich passiert. Aber ganz knapp. Aber ganz knapp. Bruce wird ganz klein mit seinem Hut. Entschuldigung. Tja, ich schätze, deine Nachricht ist angekommen, irgendwie. Ich muss hier weg. Sie muss raus aus dieser Stadt. Verdammt, wenn sie hier anfängt zu arbeiten, sie darf mich hier nicht sehen. Wir könnten was drehen, dass sie entlassen wird. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, dass sie geht. Sie ist hartnäckig. Ich glaube nicht, dass du sie da... Naja, es ist ja noch nicht genug unterwegs. Was denn noch alles? Dieser verfluchte Brief. Teenager, die angegangen werden. Eine Freundin von dir in der Stadt. Als nächstes taucht mein Beichtvater auf. Oder mein Schwager, noch schlimmer. Oder mein Erzeuger. Der könnte uns aber Fragen beantworten. Nee, ich glaube nicht. Also könnte er, würde er aber nicht. Vielleicht ist der gut Freund mit einem Rumänen. Willst du mit ihr reden, Sam? Auf gar keinen Fall, ihr müsst sie von mir fernhalten. Seid ihr euch ähnlich oder total verschieden? Warum? Was macht das für einen Unterschied? Einen sehr großen, weil entweder kann man es dann gleich vergessen oder man sollte es versuchen. Sie von mir fernzuhalten. Sam, wenn sie ein wenig von deiner dezenten Sturheit hat, dann müsste man sie vermutlich an den Füßen rausschleifen. Dann tut das. Im Gegensatz zu mir ist sie ein echter Mensch. Sie ist aber gerade erst hierher gezogen. Was sollte sie dazu bewegen, jetzt gleich wieder alle Sachen zu packen und aus der Stadt zu verschwinden? Überlegt euch was. Vielleicht können wir ihre Wohnung auch verwüsten. Dann wird sie aber vermutlich eher in der Stadt umziehen. Nicht nachdem ich ihr geraten habe, sich Bolzen zuzulegen. Ein guter Ratschlag für einen Nachbarn. Dachte ich mir auch. Ich darf ihr nicht begegnen.
Und was ist, wenn wir dir ein Makeover verpassen? Dass du nicht mehr aussiehst wie du? Such den nächsten Chemisi. Sie muss hier weg. Der kennt auch einen guten Rumänen. Ja. Ach, jetzt hör auf mit diesem Rumänen. Ja. Wir verzetteln uns gerade wieder. Sam hat angefangen, da auf und ab zu laufen. Teenager. Kleine Strecken, aber sehr wütend. Wir waren bei Teenager. Ja, die Stadt in Schutt und Asche legen geht jetzt nicht mehr, Sam. Hat sie Familie? In der Stadt kann man immer noch in Schutt und Asche legen. Hat sie Familie? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn, dann hat sie keine sehr engen Bindungen. Dann wird es wohl etwas schwer. Ist sie sehr schreckhaft? Hat sie leicht Angst? Du weißt schon, die Schattennummer, flackernde Lichter, eine Nachtschicht in der Bibliothek, ein Geist. Ich fürchte, wenn du ja damit kommen würdest, dann würde sie erstmal anfangen, in ihren Büchern zu stöbern, was genau das sein könnte. Sie kennt sich höchst spannend finden. Sie kennt sich mit Okkultismus aus? Sam, wollen wir das dann nicht eher umdrehen, dass wir uns das zunutze machen? Also ich meine, sie... Hast du mir nicht selber gesagt, dass die Sachen, an denen Alexander geforscht hat, äußerst gefährlich sein könnten? Ja. Möchtest du sie jetzt mit der Nase draufstoßen? Nein. Du hast recht. Das war eine blöde Idee. Und ihr wollt einen Grund wissen, warum sie mir nicht begegnen sollte. Maskerade, wo? Der erste Grund. Davon ach, ja. Gesehen. Die scheint dir hier eh kaum einzudrücken, die Maskerade. Ja. Nun, da könnte man ja vielleicht noch... Mister, mein Name ist quer über ein Hoch rausgeschrieben. Hab ich aber nicht verschuldet. Ein Grund. Scarlett, du hattest gemeint, dass, als wir uns neulich unterhalten haben, hattest du Angst, dass Andrew mit seinen Bemühungen vielleicht Erfolg gehabt haben könnte, oder? Dass er vielleicht an Dingen geforscht hat, die nicht gut sind, dass es Dinge gibt, die zu weit gehen. Er hat es getan und er hatte Erfolg. Was hat er gemacht? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich genauso aussehe wie Katharina. Meine Mutter war eigentlich unfähig, Kinder zu bekommen. Sie wurde hier in die Stadt gelockt. Scarlett, mach mal Intelligence Okkultismus. Das sind 3 Erfolge. Ja, also zumindest, also wenn man das jetzt ein bisschen querschießt mit dem, was eben Ronan erzählt hat und mit dem, was du gesehen hast, ich,
Doch, du hattest das gesehen, dass der Geist in den Flock eingefahren ist. Ja. Vielleicht hat das was miteinander zu tun. Also ein Geist einer schwangeren Frau und eine Frau, die keine Kinder gebären kann. Könnte sein. Das mag jetzt ein bisschen pervers anmuten, aber bitte, Ronan, hör mir zu. Ja. Wir haben einen Geist, deine Frau, die verstorben ist, als sie schwanger war. Ja. Und wir haben eine Mutter, die in die Stadt gelockt wurde und eigentlich keine Kinder kriegen kann, konnte. Was auf irgendein Ritual zurückzuführen ist. Das irgendwas mit dem Oblivion und Geisterbeschwörung zu tun hat. Was mit Oblivion und dem Abyss und der Geisterbeschwörung per se zu tun hat, was Sams Erschaffer getan hat. Ich glaube, ich brauche gerade noch 2-3 Worte für den ganzen Satz. Oh, oder mein Gehirn verweigert gerade die Arbeit. Es ist nur ein Gedankenspiel. Du weißt doch, Yin und Yang, Gegengewichte, Gegenkräfte, die sich... Was hat Andrew genau getan? Das weiß keiner. Er hat Katharina wiedergeholt. Ihre Seele. Da. Lies selber. Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, ob es nur ihre Seele ist, ob es jemals eine Sam gab. Ob ich mich eigentlich daran erinnern müsste, dass ich Katharina bin. Also schnell lesen quasi. Scarlett würde sich auch jetzt hinter Ronan stellen und mitlesen. Wird dann immer langsamer beim Lesen. Gütige Maria, Mutter Gottes. Jetzt wird auch verständlich, warum John das Gedächtnis löschen sollte, nicht wahr? Das hat er nicht. Ach du Scheiße. Das wollte ich ausprobieren an der Stadtgrenze. Weil ich gedacht habe, vielleicht funktioniert das bei mir nicht so, weil... Willst du auch mal was testen? Ich ja irgendwie ein Kind dieser Stadt bin. Aber doch nicht, oder? Okay. Das sprengt jeden Rahmen, von dem ich jemals gehört habe, bis zum 3. Meistergrad. Das sprengt alles. Ich wusste nicht mehr, dass das geht. Ja, Scarlett, dann denk mal weiter. Das, was dein Meister und dann dein Sire konnte, das reicht doch nicht aus. Andrew hatte ja Wissen, was darüber hinausgeht. Er hatte die Tremere als Blutmagie, er hatte die Banu Hakim Blutmagie, er hatte eigentlich... Ein Ritual aus allen Quellen zusammengespeist, die sich eigentlich untereinander nicht vertragen. Ist in der Lage, die Toten zurückzuholen. Die Seelen neu gebären zu lassen, quasi. Du lebst nochmal. Echte Wiedergeburt. Tja, es ist aber wohl nicht so gelaufen, wie er sich's gedacht hat. Ich konnte mich nicht erinnern, oder ich kann mich nicht erinnern.
Keine Ahnung, ob dann vielleicht doch noch was gefehlt hat oder ob es nicht wirklich funktioniert hat oder... Aber das ist die Frage, bist du wirklich... Bist du Katharina oder siehst du nur so aus? Woher soll ich das denn wissen? Aber du... du ich hatte mich eigentlich immer für einen eigenen Menschen gehalten, aber... Stopp mal jetzt. Fakt ist, was auch immer da stattgefunden hat, wir können es vermutlich zur Gänze nicht nachvollziehen, weil uns die Kenntnisse fehlen, was vermutlich auch sehr gut ist. Du wolltest das Buch lesen. Arsch, ey. Punkt 2. Sowas, egal ob gelingt oder nicht, allein der Versuch muss, so viel weiß ich, Spuren hinterlassen an den Ebenen. Vielleicht ist das genau das, was Scarlett gerade gesehen hat. Drittens, Sam, vielleicht? Es ist vollkommen egal, was gelaufen ist, aber du bist du. Nicht Katharina, nicht ein Konstrukt aus Fleisch und Knochen. Du bist du. Niemand hat über dein Leben bestimmt. Naja, was sagst du? Vielleicht auf der unglaublich creepigen Art Einfluss genommen, ja. Aber die Summe deiner Entscheidungen formt deinen Charakter. Woher soll ich denn wissen, welche Entscheidungen meine eigenen waren, wenn Andrew mich laut eigenen Worten quasi stalkt, seit ich ein Kind bin und die Erinnerung daran mir regelmäßig genommen worden ist, bis es John beim letzten Mal verkackt hat? Woher soll ich wissen, ob ich diese Entscheidung wirklich selber getroffen habe oder wann ich geschubst worden bin, dass ich zu der Katharina werde, die er wieder haben möchte? Weil diese Zweifel dich in den Wahnsinn treiben. Denkst du, man kann die so einfach abschalten? Nein, aber du kannst versuchen, sie... beiseite zu schieben. Erstmal einzuschließen. Erstmal. Und wenn du möchtest, und das kann ich dir gerne versprechen, wenn ich es schaffe, also wenn wir das hier überleben alles, ne? Und ich die Gabe des Sehens hoch genug habe, kann ich versuchen, in die tiefsten Tiefen deines Verstandes vorzudringen, um zu gucken, ob dort irgendwas ist, was nicht du bist. Fremde Erinnerungen. Oder wir greifen auf das Angebot von Scarlett zurück, was sie mir gemacht hat. Nochmal mit Andrew zu reden. Und ihn direkt zu fragen. Dafür müsste aber Scarlett das wirklich, man müsste wirklich mal in die Studien gehen. Ich würde dir helfen. Ja, Tremere und Blutmagie und so alles zusammen. Das hat schon mal gut geklappt. Bleibt aber die Frage, was ist jetzt in dem Zusammenhang mit Kendra? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Ungleichgewicht, was wieder aufgefüllt wird? Was für eins? Ich weiß es nicht, das ist nur eine Vermutung, aber es ist jetzt eine vage Theorie, nur eine ganz vage, aber an diesem Ort wurde ein Kind quasi gezeugt, was nicht hätte passieren können. Und deine Frau ist gestorben mit einem Kind. Nehmen wir mal an, sie war die ganze Zeit bei dir, um dich zu schützen. Und jetzt hast du sie quasi mit an diesen Ort gebracht.
Vielleicht ist das der Grund. Es ist aber, wie gesagt, nur eine vage Theorie. Da müsste ich mich näher belesen. Yay. Falls das überhaupt funktioniert. Ich bin gerade etwas verwirrt. Vielleicht ist das ja auch mit der Grund für die Erdbeben, dass ich wieder hier bin. Dass das irgendwas stört. Weil ich nicht hier sein dürfte. Nicht nur in dieser Stadt, sondern gar nicht auf der Welt. Oder es hat einfach überhaupt nichts mit dir zu tun und was immer Andrew dort angefangen hat, weitet sich im Laufe der Zeit immer weiter aus. Wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst, wo sich Wellen bilden bis zum Ufer. Redest du vom Schmetterlingseffekt? Mhm. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass hier alles miteinander verflochten ist. Und vermutlich macht es das nicht besser, wenn bestimmte Herren die Stadt im Haar beliebig verlassen können und da vielleicht immer auch etwas Komisches, Traumaturgisches noch wieder hineinfließen lassen. Dann sollten wir mit diesem Rumänen reden. Viel Spaß. Vielleicht sollte ich noch mal mit ihm reden, aber diesmal die Höflichkeit bei der Garderobe abgeben. Sam, bei allem Respekt, Prenava ist mit Sicherheit verdammt mächtig. Auch wenn er vielleicht harmlos tut. Der ist es mit Sicherheit bei weitem nicht. Ich bin ganz harmlos. Es schmerzt mich, dass du solche Worte benutzt. Aber du könntest ihn neugierig, würdest ihn auf jeden Fall machen, ja. Vielleicht könnt ihr mich als Lockvogel für ihn benutzen. Vielleicht redet er dann mit euch. Das halte ich für unklug. Ihm so etwas aufzutischen, was du bist. Also was geklappt hat. Ja, das ist es das. Ich will nicht die Büchse der Pandora aufreißen, wenn ich Prenava oder wenn wir Prenava genau das erzählen, dass das möglich ist. Was der mit dem Wissen anstellt, will ich nicht wissen. Und wenn wir Pech haben, ist er so gut, dass er die Gedanken von dir einfach lesen kann und es dann danach das Gespräch einfach aus deinem Verstand wieder löscht. Aber da ein paar Clansgründer wieder zu beleben. Was mich wieder an diesen komischen Kommentar von Veronica zurückbringt. Hm? Welcher komischer Kommentar von Veronica? Sowas wie die Kuppel hier. Die Käseglocke. Sowas in kleiner haben Tremere früher verwendet, um ihre Behausung zu schützen gegen unbefugtes Eindringen oder Verlassen. In der Größe, habe ich scherzhaft gesagt, hätte das mindestens der Rat der Fünf machen müssen, was die fünf ältesten und mächtigsten Tremere sind, die mit dem Fall der Pyramide draufgegangen sind. Und sie hat gesagt, er sagt, dass sie es nicht getan haben. Aber warum? Warum diese kleine Stadt dieser Pickel am Arsch der Welt? Geh mal zurück, Sam. Die Geschichten, die Indianer, die einen Dämon gerufen haben, um sich gegen die weißen Siedler zu verteidigen. Was, wenn das nicht eine Legende ist? Was, wenn dieser Ort seit diesem Zeitpunkt befleckt ist, einen Makel hat, der immer wieder Thaumaturgen, Okkultisten und dergleichen in die Stadt lockt? Vielleicht, weil hier seit diesem Zeitpunkt die Schleier durchlässig sind. Aber dann müsste es hier wimmeln von Geistern, Dämonen. Erdbeben.
Aber müsste sich das nicht auch äußern? Ich meine, hier leben auch Menschen. Irgendwann, ja. Außerdem gingen große Ereignisse immer hier mit sehr viel Blut einher. Es gab immer blutige Auseinandersetzungen, Kriege in dieser Stadt, wo die Straßen in Blut getränkt worden sind. Das ist mehrfach in der Geschichte passiert. Und was passiert hier gerade für eine Scheiße? Aber müsste das dann nicht wirklich eine langfristige Resonanz? Wer sagt also denn, ich meine, bei Spukhäusern ist es doch, sagt man das, ja, ich habe die Bücher von Sandra auch gelesen. Das ist doch dieses, wenn, dass sich diese negativen Energien oder die schlimmen Dinge, die da passieren, irgendwo auch manifestieren oder verankern. Wer sagt denn, dass es nicht so ist? Aber es ist doch hier ein gewisser Turnus, der sich immer wiederholt. Das heißt, hier ist eine Schleife, die läuft und nicht etwas Großes Ganzes, was sich zuspitzt, sondern etwas, was immer wiederkehrt. Ja, und vermutlich sitzen wir jetzt gerade mal wieder auf dem Auslöser. Es wäre allerdings interessant zu wissen, ob es beim letzten Mal, als sowas passiert ist, ob es da auch Erdbeben gab. Wenn das nämlich die Vorzeichen sind. Jelly hat doch die Archive durchforstet. Ja. Glaubst du nicht, dass sie uns erzählt hätte, wenn sich hier Erdbeben so sporadisch gehäuft hätten? Ich meine, das ist hier keine typische Erdbebenregion. Ich habe es zu Bruce schon gesagt, da wo Sacramento, L.A., San Francisco, da sind Erdbeben relativ normal, aber hier ist... Irgendwas hat sich verändert. Man sollte die Kuppel auch nicht sehen können. Die hast du gesehen. Und ich weiß, dass du genauso wie ich ja ein bisschen darüber hinaus sehen kannst. Vielleicht konnte ich sie sehen, so weil ich ein Tremere bin. Irgendwas passiert hier gerade wieder und es ist, denke ich, unterm Strich egal, ob es die Schleife wieder ist oder jetzt etwas Neues, Großes. Fakt ist, wir sitzen auf dem fucking Vulkan. Mhm. Mit einer Inquisition und rebellierenden Anarchen. Und ich denke, es wäre ziemlich egal gewesen, wie die Wahl auf dem Elysium tatsächlich so ausgegangen wäre. Andersrum wäre es vermutlich genauso gekommen. Nun ja, ich glaube, mit einem anderen Prinzen hätte man wenigstens einen neuen Deal mit der Inquisition geschlossen. Ja, und er hätte diesmal seinen Hut nehmen dürfen? Ich vermute. Oh. Tja, stimmt, vielleicht. Opfer di la Sombra. Aber du hast recht, das Problem mit den Anarchen würde dennoch bestehen. Und darum habe ich damals gesagt, wir müssen das Rad zerschlagen in dieser Stadt. So dreht sich die Kamarilla in die falsche Richtung. Wenn hier jeder macht, was er will und auf anderen herumgetrampelt wird, das ist nicht das, wofür wir als Gemeinschaft stehen dürfen oder sollten. Uns zu schützen, klar, klare Sache. Unsere Existenz geheim halten. Klare Sache. Als Schutz vor den Menschen und als Schutz für die Menschen. Aber diese ganzen Machtspiele, Intrigen und noch und nöcher, das sorgt nur dafür, dass eben die Inquisition immer mehr Macht bekommt und ihre Meinungen bestätigt werden. Und zumindest hier, denke ich, unter uns, sehen wir das alle gleich. Auch wenn es Hochverrat ist. Könntest du bei Veronica eigentlich auch was über Edo herausfinden? Sie weiß mehr, als sie mir gesagt hat. Aber bevor ich da nachgrabe, wollte ich erst mal beweisen, dass ich quasi auf ihrer Seite bin. Ich habe allerdings die Saat des Zweifels gesät, was die Geschehnisse um Alexander und Frank betrifft. Wie hat vielleicht sie reagiert? Sie hat es mir nicht geglaubt. Also sie will handfeste Beweise haben.
aber ich konnte sehen, dass ich die Saat des Zweifels gesät habe. Ich frage mich gerade, ob die Beteiligung von Frank an meiner Existenz der Punkt ist, weshalb er nicht mit mir reden möchte. Vielleicht hängt damit auch der Stalker zusammen. Wie? Du hattest einen Stalker? Ja. Die Flammenschrift am Himmel mit meinem Namen war sein Werk. Ah, okay. Er war... Ja, man kann sagen, er ein Serienkiller. Und es gibt Hinweise auf eine Verbindung zur Familie Graham. Wenn jemand das Experiment, Entschuldigung, wenn ich so sage, hätte beobachten wollen als Langzeitstudie. Von Franks Sichtweise zum Beispiel aus. Denk nur mal einen Moment nach. Und der Stalker wäre der Ghoul von Frank gewesen. Früher oder später wird jeder Ghoul eines Malkavianers übereifrig. Also dreht ein bisschen am Rad. Es wäre vielleicht gar nicht von der Hand zu weisen, wenn aus dem du hast die Aufgabe, diese Frau zu beobachten und dafür zu sorgen, dass sie sich in den Bahnen entwickelt, die wir für sie vorgesehen haben, dann ein Besitzanspruch wird. Denkst du, das würde auch, weil ich meine, er hat ja auch versucht, Andrew um die Ecke zu bringen. Ja. Und wäre nicht eigentlich in der Aufgabe, aber eigentlich implementiert gewesen, genau zu dem zu werden, was eben Andrew haben wollte und deshalb nach dem Motto, Andrew darf weiter Kontakt haben? Irgendwann verselbstständigt sich sowas vielleicht auch. Deine Psychose kommt nicht über Nacht. Ja, die Geisteszustände von Malkavianern sind so eine ganz eigene Art. Es wäre wirklich nicht so selten, wenn aus diesem Gucken, vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man nicht an den Falschen gerät oder so, ein ich halte alles Männliche von ihr fern wird. Auch wenn ich das ungern sage, aber ich glaube, ich muss auch mit John sprechen. Vielleicht kann er noch ein paar Puzzlestücke beisteuern. Das sollte kein Problem sein. Sagst du? Wie wäre es, wenn wir alle mal kollektiv kotzten? Yep. Miau. Na, du vielleicht nicht. Komm. Ja, Boogie legt Ronan gerade so eine Maus vor die Füße. Yay, das wollte ich schon immer mal haben. Jetzt nicht mehr, sagt Boogie zu Bruce. Wie viele? Nun den. Wow, eine Bitte. Maus. So eine wollte ich schon immer mal haben. Ich schaue ihn an, wenn du Hunger hast, bedien dich. Er erkennt deine Gabe an. Wir haben viel zu tun, fürchte ich. Aber auch hier, vielleicht sollten wir uns mal eine Liste schreiben, mit was wir anfangen. Ein schöner Endsatz für die heutige Session. Meine Fresse. Das könnte man nicht so vorher planen.
ich bin am Arsch. Mein Kopf tut weh. Wir haben gleich sehr viel zu bereden, glaube ich, im Aftershow-Talk. Ja, aber ich sehe sehr cool. Ich finde, ja. Der Chat will mich auch schon mit einer Zigarre hier sitzen sehen. Das ist, ich hatte dieses Feeling hatte ich gerade auch ein bisschen. Ja. Auch wenn ich so sonst kein Raucher bin. Aber ja. Don't smoke da draußen. Man tut es nicht wie Ronan. Der hat es heute auch völlig vergessen. In die Bibliothek darf ich nicht. Ja. Ja, freut mich irgendwie hier The Dentip im Chat zu haben. Oder wir hier jetzt einen neuen Namen hat er sich ja gegeben. Den ich nicht so cool finde wie den alten Namen. Aber ja, und Meister Umbreon natürlich auch, der alte Mike. Ja. Sehr schön, euch irgendwie in der Familie begrüßen zu dürfen hier im Chat. Toll, dass ihr da seid. Und die anderen natürlich auch. Voll toll, dass ihr so aktiv seid im Chat und miträtselt und mitleidet mit den Leuten, ganz, 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 ganz schön zu, irgendwie das mit euch zu teilen. Ja. Ja, wenn euch interessiert, wenn was wir noch irgendwie so jetzt über die Runde denken, dann überlegt euch mal, ob ihr auf Patreon uns unterstützen wollt. Da laden wir immer noch ein paar Aftershow-Talks hoch, wo wir noch ein bisschen über die Runde quatschen. Die könnt ihr als Patreon dann schauen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten, wie ich schon am Anfang sagte, in 2 Wochen findet Vampire nicht statt, aber stattdessen bekommt ihr, wenn ihr Patreon seid, ein PDF zum Lesen, wo ihr dann rauskriegen könnt, was mit Jelly passiert. Und ich kann nur mal anteasern, Feder ist ja auch im Chat, das ist auch keine einfache Sache. Ja, wie schön! Ja, und vielleicht gibt der heutige Stream auch wieder Stoff für neue sonstige Kurzgeschichten, die hier produziert werden. Genau, also wir haben jetzt auch die ganzen alten Kurzgeschichten abgearbeitet. Morgen erscheint die letzte vorbereitete Sache. Also nach und nach kommen dann jetzt auch wieder neue Kurzgeschichten dazu. Aber die müssen wir dann auch erst produzieren. Mal gucken. Ich freue mich dann schon auf die taumaturgischen Studien mit Scarlett. Ja, best study friends. Ja, super Spaß gemacht, war echt spannend, ja, fand ich auch. Super, danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns einen Kommentar unten drunter, wie ihr es fandet. Ich hatte auch Interesse an euren Verschwörungstheorien, was ihr denkt, was Sache ist. Und, wir haben ja so keine Ahnung, dass wir das geringste Problem sind. Ja, die Handhaben so ihre ganz eigenen Probleme, ja. Ja, genau. Die Hunter gibt es übrigens wieder in 2 Wochen. Montag in einer Woche. Montag in einer Woche, genau. Ja. Also nicht wie gewöhnlich. Normalerweise würden sie jetzt am Montag kommen, aber das mussten wir um einen verschieben, weil der Pölle musste DSA spielen morgen. Ich auch. Ja. Und sehr schön, wie sich alles entfaltet. Ich liebe es, Meister Umbreon. Ich weiß gar nicht, Meister Umbreon, hast du die anderen alten Folgen auch schon gesehen? Ich glaube, es wirkt noch mal cooler, wenn man weiß, wo die alle herkommen hier. Das sind auch nur so roundabout 100 Stunden. Das ist... Ja. Gut. Wir treffen uns gleich noch im Aftershow-Talk. Und ihr... könnt auch noch mal ein bisschen erzählen, wo ihr denn das nächste Mal zu sehen seid. Gibt es irgendwann, ist das nächste Mal was mit Mondschatten zu sehen? Gibt es mal wieder ein Let's Play von Mondschatten oder so? Das wird noch eine Weile dauern, bis das wieder, sag ich mal, auf die Tagesordnung kommt, aber... Vielleicht, wenn das neue Bloodlines rauskommt. Oh, definitiv, da freue ich mich drauf. Aber nee, die nächste Runde wäre dann beim guten Rerion wieder. Wann ist das? Dark Ages. Wann parallel zu den Huntern. Am 11. Mai, wenn ich das jetzt richtig sehe. Da muss man sich dann entscheiden. Parallel zu den Huntern. Ah. Irgendeinen Tod werdet ihr sterben. Ja, dann haben wir springen wir direkt mal rüber zu Rerion. Ist denn der Dark Ages Stream der nächste von dir oder kommt vorher noch was anderes auf deinen Also Kanal? Morgen bin ich ja am Montag beim Pölle zu sehen, bei der G7.
Da bin ich dann als Spieler dabei und am Dienstag findet hoffentlich der Orient Express statt. Ich hörte, dass einige meiner Spieler kränkeln. Deswegen steht das noch ein bisschen in den Sternen. Leider. Aber als tollen Zwerg, so könnt ihr mich morgen erleben. Und wann gibt's das nächste Mal was mit Kakko? Ja, auf meinem Kanal demnächst erstmal nichts. Teilweise die Runden sind noch in der Planfindung. Das nächste Mal zu sehen, je nachdem, wie es jetzt genau läuft mit, bei den Huntern und so, bin ich dann geplanterweise am 13.05. auf dem Kanal vom guten Mischka und vom Quantum Place. Da spielen wir wieder Schattenjäger. Und da haben wir nämlich unser dreijähriges Jubiläum. Da wird es dann einen kleinen Sabbel-Stream geben mit so einem Ausblick, was dann demnächst geplant ist. Und der nächste reguläre Stream ist dann am, 2 Tage später, am 15. Da spielt dann die Runde wieder weiter. Ja, und wann malst du mit Umbreon? Da habe ich gesagt, wir müssen warten bis Anfang Mai. Wir haben Anfang Mai Umbreon. Du hättest mich nur anschreiben müssen ab dem 1. Können wir sofort klären. Ja, wird alles hier geklärt, genau. Apropos klären, wann gibt es das nächste Mal was mit Feramin? Ich spiele am Freitag beim Pölle im Sprawl zum ersten Mal und ich bin schon sehr gespannt, weil so als ehemalige Shadowrun-Spielerin und Liebhaber von Cyberpunk bin ich jetzt sehr gespannt, wie das dann England, Nordengland im Jahr 2053 oder 57 dann so sein wird. Genau. Sind alle sehr gespannt darauf, ja. Auch Pölle mal außerhalb von DSA zu sehen, das wird auch, glaube ich, ganz interessant, ja. Und oh, ja. Weil Vampire war ja auch schon mal über, naja. Genau. Through the Breach hat er bei dir auch schon gespielt. Genau, Through the Breach hat er auch schon gemacht, aber das ist schon ewig hier. Sire hat er auch schon bei dir gespielt. Also, okay, eigentlich hat er schon alles gemacht. Ja, okay, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das Ganze mitgemacht habt hier und alles durchlebt habt. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu kaputt. Und danke nach da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, über der Feramin ist die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol. Schaut da mal da vorbei. Da gibt es ganz viele mehr Rollenspiel-Streams. Jeden Tag so mindestens 3 bis 5 oder so inzwischen. Und da findet ihr von jedem System D&D, DSA, alles Mögliche, was euer Herz begehrt. Und wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt irgendwie, nee, das gibt's gar nicht, die spielen gar nicht mein Lieblingssystem, bietet das doch an und teilt eure Geschichten mit uns. Dann, ja. Meister Umbrella schreibt es gerade, manchmal 8 Streams am Tag, genau, ja. Manchmal ist es so. Also genug Auswahl gibt es, ja. Schaut dann mal vorbei, wenn euch das interessiert. Wenn dann die Werbung für die Streams für die nächsten 2 Wochen fast 2 Stunden dauert, wenn sie präsentiert wird, dann wisst ihr, dass auf dem Pol sehr aktiv gespielt wird. Ja, wir sind aber auch ein bisschen abgeschwiffen zwischendurch. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch genauso wie hier, wer war's? Das habe ich da eben gelesen. Kokos, glaube ich. Kokos Stark hat es eben schon gesagt. Carpe Noctem, ja, also danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss. Mhm. Tschüss. Oh.